So. Hier liegt das Mikrofon und hier werde ich gleich meinen Sendegast begrüßen. Herzlich willkommen heute zu 21 TV. Ja. Und herzlich willkommen, Julia. Ja, hallo, Kaum. Wir beide sind ja schon eingenordet auf das Thema Reisen. Auf jeden Fall. Das hatten wir demnächst schon mal. Und ja, diesmal haben wir das mit einem kürzeren Zeitabschnitt. Ja, der gute Herr hat es innerhalb von 80 Tagen geschafft. In 80 Tagen ist Daniel Hopkins auf 80 verschiedenen Couchen rund um den Globus gelandet. Das an und für sich ist ja schon eine Story, aber natürlich geht sowas auch nicht immer glatt, sondern es gibt diverse Erlebnisse, Begegnungen und auch Hindernisse zu überwinden. Darüber wird Daniel uns heute live hier auf dem Sofa erzählen. Und nicht umsonst haben wir eine irre lange Dispo heute mit zahlreichen Zahlen irgendwie bekommen, weil er so viel Videomaterial und Fotos mitgebracht hat von seinen Reisen, dass wir eigentlich gar nicht lange schnacken wollen vorweg, sondern wir sind total gespannt, was er uns jetzt so zu erzählen hat, oder? Auf jeden Fall. Ich meine, es ist ja auch wichtig, dass wir Eindrücke von der Reise haben, denn ja. Reiseeindrücke sind so wichtig, Julia. So wichtig. Ich meine, ne? Warst du schon in den ganzen 80, auf 80 verschiedenen Couchen bei einer Reise? Ich noch nicht, aber deswegen, also nie passte das Motto der Sendung Talk auf dem Sofa so gut wie heute. Ich begrüße den Mann, der im Moment noch ungefähr 2,50 Meter von mir entfernt auf seinem iPhone rumdipschelt, um die letzten Nachrichten abzufangen. Ja, du hast reges Feedback auf Facebook. Ich sehe schon, Daniel. Und sage deswegen herzlich willkommen, Daniel Hopkins. Heute in Socken bei uns im Studio. Ja, hey. Du darfst reinkommen. Hi. Hi, grüß dich. Daniel, hi. Hallo. Du hast einen etwas roten Kopf. Ein Mensch wie du sollte doch vor nichts mehr Schiss in der Buchse haben, oder? Ja, ich habe nur gerade, ich bin, ja, hallo, Mikro, genau. Ja, ich war jetzt nur ein bisschen irritiert, dass ich hier auch das Handy eben wegpacken muss und ausstellen, weil das hört sich ja nicht während einer Live-Sendung. Vielleicht ruft dich ja noch jemand hier jetzt live an. Ja, hoffen wir's. So, und damit wir ein bisschen ein Gefühl dafür bekommen, was uns heute erwartet, bitte ich an der Stelle schon mal die Technik, eine Matz einzuspielen. Und zwar gibt es eine Band, die hat einen Song über dich geschrieben. Ja, richtig. Das ist gut durch gewesen. Die haben von meinem Projekt gehört, kurz bevor ich losgefahren bin, und haben kurzfristig ein, wie ich finde, sehr, sehr, sehr schönes Lied komponiert, was auch eine Besonderheit hat, weil die in diesem Lied für jeden Kontinent die speziellen Klänge bzw. Instrumente verwendet haben. Aha, also ein extra Couchhopper-Song. Ja, ein extra Couchhopper-Song, in dem es tatsächlich ganz persönlich um mich geht. Gut, dann bitte ich jetzt um die zweite Matz gut durch, der Couchhopper. Schauen wir mal rein. In 80 Tagen um die Welt, from state to state, mit einem wirklich ziemlich ungewöhnlichen Reisegerät. Jede Nacht bei jemand anderem, jeden Tag ein neuer Freund, ob in Bangkok Regen fällt oder in Rio Sonne scheint. Auf die Spuren des Jules Verne, das erste Reiseziel Paris, vom Eiffelturm steht eine Couch, man wird begrüßt mit Mon Ami. Der erste Flashmob in Europa, die Finger Friedenszeichen, geht es weiter nach Le Spor, um nach Afrika zu reisen. Afrika, 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 Afrika. Viel Stoff für Reportagen, ein Blog und ein Buch bietet sich, wenn er den schwarzen Kontinent besucht. Von Dakar über Kairo nach Dar es Salaam stehen Couchen auf den Plätzen, die Leute Hand in Hand. Eine einzige Safari, einfach rein ins Ungewisse, mit journalistischer Erfahrung und reichlich Gottes Hilfe, mit dem Glauben an das Gute und der Lust, was zu bewegen, freundliche Menschen zu treffen und Geschichten zu erleben. Von der Hauptstadt des Oman zur größten Industriestadt Chinas, von den Küsten Japans hin bis zu den Grenzen Palästinas, durch verschiedene Kulturen, über holprige Straßen, um auf einem Sofa zu schlafen, bei einem fremden Asiat. In Japan schallt's Konnichiwa, in Indien Namaskara, in China hört man ein Nihao, in Dubai sagt man Ahla. Matratze ist sogar ein arabisches Wort, aber diesen Luxus vermisst der Hopkins dort. Vom Opernhaus in Sydney bis zum Myers Rock hat man vom fünften Kontinent direkt ein Bild im Kopf. Von
von den Wäldern Orgels mit ihren Koala-Bären. Nach Luther Feld mit seinen Bombers und den Beuteltieren. Von Beginn an lebten dort die Aborigines. Und jetzt sitzen sie auf Sofa, zeigen Victory. Unterhalten sich, wenn's nötig ist, auf Maori. Sodass man's überall versteht, von Perth bis Orgel. Nord- und Mittelamerika, Schäfer, Hawkins auf dem Plan. Ob in New York die Taxen oder in Frisco die Bar. Die Nationalparks der Bahamas und die Wellen vor Hawaii. Vor jedem Hintergrund hat er seine Couch dabei. Im District of Columbia, der Hauptstadt des Landes, wir mit Obama auf einer Couch über den Weltfrieden verhandeln. Dann in die Stadt der Paläste, im Reich der Azteken, mit Marimbas, Mojitos, Mariachis und Macheten. Über den Dächern Ipanema steht er auf dem Corcovado, blickt die Nacht nach Botafogo vom Fuße der Christusstadt. Sein letzter Flashmob auf der Reise ist wie Karneval im Rio, wie ein richtig kalter Kaipi oder ein Tor von Ronaldinho. Am Zuckerhut tanzt der Lavada, in Asien Parapara, in Afrika den Juba, auf Mutatunga tanzt der Haka. Nach 78 Tagen hat der Deutschland fest im Blick, er freut sich auf Zuhause und blickt neben sich zurück. Das haben sie sehr schön gemacht, die Jungs, finde ich. Ja, ja, ich war total begeistert. Wie sind denn jetzt die YouTube-Klicks von deren Video hochgegangen? Müssen wir mal nochmal nachschauen. Also ich habe das einmal reingestellt, einmal gepostet beim Stern.de-Blog und dann, als die finale Version da war, noch einmal neu hochgeladen. Also so viele Klicks sind es jetzt auch nicht, aber so 800, vielleicht 900. Dürfen es schon sein. Womit du ja schon wieder ganz geschickt zum Thema überleitest. Denn es hängt ja eine ganze Menge dran an deiner Reise. 80 Tage um die Welt, jeden Tag bei einem anderen Menschen auf der Couch. Das kostet Nerven. Aber das Ganze wurde begleitet von einem Blog beim Stern. Hast du damit direkt gestartet dann? Ja, also wenn ich vielleicht von ganz Anfang an erzählen soll, am Anfang war ja die Idee. Also ich saß an meinem Laptop und nebenher lief im Fernsehen ein Bericht über das Couchsurfing und der Kollege, der TV-Journalist hatte 3 Tage, glaube ich, in Tokio übernachtet und hat als Fazit gesagt, ja, wenn ihr also kostenlos übernachten wollt in fremden Wohnungen, dann müsst ihr euch bei Couchsurfing anmelden. Und da habe ich dann gedacht, Moment mal, das stimmt aber nicht so. Die Idee vom Couchsurfing ist doch, dass man kulturellen Austausch hat und nicht, dass man einfach als Pfennigfuchser dort aufschlägt, umsonst sich schlafen legt und dann wieder abhaut. Und dann habe ich gedacht, okay, ich möchte meine eigene Story darüber schreiben. Als gelernter Journalist oder Redakteur hatte ich da diesen Anspruch, die Geschichte richtig zu erzählen. Und habe dann aber gemerkt, ja, wenn du einfach nur so in Osnabrück, wo ich ja herkomme, deine Tour drehst, das interessiert dann auch nicht wirklich viele. Es muss irgendwie spektakulärer sein. Und dann habe ich gedacht, okay, dann machst du es in deutschlandweit. Und naja, fand ich auch irgendwie doof, also habe ich gedacht so, also bei mir geht das dann auch in Sekundenschnelle, dann habe ich mir gedacht, dann mach doch einfach gleich die ganze Welt. Bist du allgemein so ein risikofreudiger Typ? Ja, das kann man schon sagen, ja. Kann man mit Fug und Recht so behaupten. Ja, ja. Es war dann halt so, dass ich dann gesagt habe, okay, die ganze Welt, aber dann, auch das ist jetzt nicht spektakulär genug und ich hatte damals ein Buch neben mir liegen, das ich mir von meinem Großvater ausgeliehen habe, und zwar von Helge Timmerbächen, 80 Tagen um die Welt, das ist auch ein Reisejournalist. Ja, auf jeden Fall. Sehr bekanntes Buch. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn dann in 80 Tagen um die Welt und um das auf die Spitze zu treiben, jede Nacht an einem anderen Ort, also auf einer anderen Couch. Und dann habe ich das einfach mal runtergeschrieben und habe diese Seite, die ich da zusammengefasst habe, habe ich über das Business-Portal Xing dann an einen Lufthansa-Vertreter in den USA geschickt und der war sofort begeistert von der Geschichte. Scheiße. Und hat das dann gleich weitergegeben an die Star Alliance, also diese Dachorganisation für die ganzen großen Fluggesellschaften. Mhm. Und die waren so begeistert, dass sie gesagt haben, wenn du das machst oder machen möchtest, dann übernehmen wir sämtliche Flugkosten. Und das war für mich eigentlich
das Go. Da habe ich dann gesagt, okay, wenn ich das jetzt nicht mache, dann werde ich das mein Leben lang nicht machen. Und damals stand ich noch in Lohn und Brot bei einer sehr großen Firma als PR-Manager und Pressesprecher. Mhm. Ich habe den Job dann für diese Geschichte auch gekündigt und habe dann gleich auch beim Stern, wo ich als Auszubildender sozusagen als bei meinem Volontariat gearbeitet habe, habe dort angerufen und gefragt, wollt ihr nicht vielleicht eine kleine Geschichte darüber bringen, dass ich auf die Tour gehe, im Grunde genommen einen Weltrekord aufstelle. Und dann haben die gesagt, du Daniel, wir haben eine viel bessere Idee, du kriegst von uns einen Blog. Und dann schreibst du einfach während deiner Reise Blogbeiträge. Und so kam es, dass ich dann tatsächlich beim Stern meinen Blog, der ja immer noch existiert, habe. Wie lange ist Zeit ins Land gegangen von der ersten Idee, jawohl, sowas möchte ich machen, bis hin zur Umsetzung? Wann saßt du im Flieger? Zumal die Kündigung ja noch raus musste, ne? Ja, richtig. es war, ich glaube, Anfang August hatte ich die Idee und am 1. Oktober ist es losgegangen. Das ist ein recht kurzer Zeitraum. Ja, es war denkbar knapp und im Nachhinein denke ich mir auch so, Mensch, du hättest da noch viel mehr draus machen können, auch sponsorenmäßig. Aber eigentlich bin ich auch so zufrieden, weil ich habe das Ding durchgezogen und kann auch mit einem gewissen Selbstbewusstsein und gewissem Stolz behaupten, ich bin bisher, jedenfalls was meine Recherchen ergeben haben, bisher immer noch der einzige Mensch weltweit, der die Welt auf diese Art und Weise bereist hat, nämlich 80 Tage, 34 Städte, 21 Länder auf 6 Kontinenten, also wenn man Nord- und Südamerika als 2 Kontinente betrachtet, und jede Nacht woanders. Hm. Wobei ich muss auch dazu sagen, ich habe nicht jede Nacht auf einer Couch geschlafen, weil einmal war es zum Beispiel so, dass ich in Kapstadt einen Tag zu früh am Flughafen war, da musste ich dann auf einer Bank schlafen, oder in Japan zum Beispiel. Da kennen die in den meisten Wohnungen gar keine Couchen oder Couchies. Wo hast du übernachtet dann? Tatsächlich auf dem Boden. Die haben alle da auf dem Boden geschlafen. Aber was ich tatsächlich gemacht habe, ist, ich bin zu den Gastgebern ins Haus gekommen und die haben mir angeboten, ja, dann kannst du hier im Bett schlafen. Und ich habe dann gesagt, nee, also wenn ihr eine Couch habt, dann nehme ich schon die Couch. Und manche haben sich echt an den Kopf gefasst und haben gedacht, die Couch ist mega unbequem. Ich habe gesagt, ja, aber das ist mein Projekt. Wenn eine Couch verfügbar ist, dann nehme ich die Couch. Mhm. Und insgesamt werden das wohl auch so 70 Couchen gewesen sein. Mhm. Presse, hast du gesagt, hat dich unterstützt, der Stern. Und Lufthansa hat dich gesponsert. Gab es sonst noch Hilfe von irgendeiner Seite? Ja, es gab Support im Freundeskreis, da gab es viele, die auch einfach mir zugesprochen haben, weil die Idee einfach außergewöhnlich war. Ich habe noch weitere Sponsoren gehabt, die Sachleistungen, wie zum Beispiel Kodak hat mir eine Kamera mitgegeben. Ich glaube, wir haben auch Fotos dazu, kann das sein? Ja, ich glaube, ich habe drei Fotos. Können wir mal kurz Fotos dazu einblenden? Wie heißt das bei uns? Care-Pakete für Daniel? Ach so. Was ist das? Ah, okay. Das ist eine ganz witzige Geschichte gewesen. Dieses Paket habe ich von einem Blog-Fan geschickt bekommen, von Jessica und ihrem Mann, glaube ich. Und die haben mir einfach Reiselektüre mitgegeben und auch eine CD mit Liedern drauf. Und in der Mitte sieht man auch Ernie geht verloren. Das war noch ein Buch, das die mir mit eingepackt haben für Liam, für meinen Sohn. Ja. Das war sozusagen Fanpost, meine erste Fanpost, ja. Haben wir noch mehr Fotos? Ich glaube, ich habe noch 2. Ah ja, ich habe Red Bull. Darf man ja hier ruhig sagen. Ne? Das fand ich eigentlich ganz nett, weil ich habe die angefragt, weil die ja viel für Extrem-Aktionen Werbung machen. Die haben dann aber zurückgeschrieben, ganz lieb, tut uns leid, Herr Hopkins, aber wir sind da mehr so im Sportbereich aktiv, aber wir schicken Ihnen hiermit 6 Red Bull Dosen, damit Sie nicht vor Erschöpfung einknicken. Oh, das ist ja lieb. Und ja, das Gesundheit. Auch eine schöne Geschichte, denn mein ehemaliger Chef
ausgerechnet von dem Unternehmen, wo ich gekündigt habe, der war aber schon vorher weg, der hat einen Geschäftsführerposten übernommen bei dieser Firma, Sun Life darf man ruhig sagen, die stellen so Nahrungsergänzungsmittel bzw. Vitamine und so weiter her und vertreiben die und die, die hat er mir mitgeschickt, damit ich in den einzelnen Ländern halt auch die notwendigen Vitamine zu mir nehme. Richtig. Und ich glaube, dein bester Freund, danke für die Fotos, hat dir auch eine CD mitgegeben. Ja, der hat mir eine Reihe von Liedern zusammengestellt. Es ist schon so lange her, aber so Sachen wie One Night in Bangkok und New York, New York. Also irgendwie immer irgendetwas, was mit den Städten zu tun hatte. Ein guter und alter Freund. Ein sehr guter Freund. Der Christian Hardinghaus, sage ich jetzt auch nochmal an dieser Stelle. Vielen Dank nochmal für alles. Da ist die Kamera. Da ist die Kamera. Christian, ich weiß, dass du zuschaust. Also ich danke dir nochmal dafür. Die hast du rauf und runter gehört? Nein. Ich habe hier Je nach Land immer mal eingestellt. Soll ich das mal eben kurz vorholen? Ich habe ja auch meine Sachen. Oder? Ja. Ach, das geht. Vorsicht. Da poltert schon mal alles raus. Runter. Also ich habe ja so ein bisschen Gas hier im Studio. Also ich habe ja so ein bisschen was mitgebracht, was so das wichtigste Utensil vielleicht war. Kann ich das an der Stelle einfach mal hochhalten? Oh! Die sieht aber arg zerschabbert aus. Ja, die Hose, die habe ich mir ganz neu gekauft, als ich auf die Reise gegangen bin. Mhm. Und die sah tatsächlich so aus, als ich wiederkam. Also ich habe die mindestens die Hälfte, wenn nicht drei Viertel der Zeit, habe ich diese Hose getragen. Und die ist deswegen so aufgeschubbert, weil ich ja auch noch so eine schwere Kamera, ich habe ja eine TV-Kamera dabei gehabt, mitgeschleppt habe. Und die ist immer wieder da über diese Stelle geschrubbt. Hier? Und, ja. Genau, und dadurch ist die Hose so zerschunden gewesen. Mal gucken, wo die Hose sonst noch abgenutzt wurde. Warum rechter hinterer Po? Was ist da passiert, Daniel? Portemonnaie. Da habe ich das Portemonnaie. Ich trage das vorzugsweise jetzt immer auch, also trage es vorzugsweise hinten rechts. Ja, und dann habe ich, das war das Hemd, das ich... Das riecht auch noch nach Reise, wie der Christian auch schon gesagt hat, als ich wieder in Deutschland angekommen bin. Das Erste, was er sagt, ist, du riechst nach Reise vor laufenden Fernsehkameras von RTL. Ach, wie nett. Ja. Der grüßt dich auch gerade. Willst du mal, Julia? Ach, der grüßt mich gerade. Ja, dann grüß mal zurück. Ja. Genau. Okay, von dem besten Freund, ja. Schönen und Gruß zurück, Christian. Evi Nachter sagt auch, Daniel, wie immer ein Profi. Lieben Gruß. Ah, okay. Danke auch dafür. Jetzt wollen wir aber gar nicht so lange über deine Vorbereitung reden, sondern wir wollen jetzt einmal mit dir um den Globus surfen, im wahrsten Sinne des Wortes. Steigen wir an, einen Tag vor dem Abflug. Wie war da dein Gefühl? Also Muffen zu Hause gekriegt? Nee, es war mehr so ein sehr, sehr positives, aufgeregtes Gefühl, Vorfreude, also richtige, pure Vorfreude. Also ich würde das vielleicht so ein bisschen vergleichen mit dem Gefühl, das wir kennen als Kinder, wenn es kurz vor der Bescherung ist, dass man da irgendwie so, jetzt geht's los. So war das schon ein Stück weit bei mir. Wenn ich das nachmachen möchte, deine Tour, wie viel Geld muss ich in die Hand nehmen? Also wenn man jetzt nicht berechnet, dass die Sponsoren dabei waren, also ganz vorne vorweg die Starlines, die mir drei Round-the-World-Tickets gegeben hat und noch einzelne Flugtickets, die Reisekosten alleine haben irgendwas bei 15.000 Euro gekostet. Hätte ich gar nicht selbst bezahlen können, deswegen habe ich es ja auch sofort gemacht, als sie mir das gesagt haben. Zudem, ich hatte noch den Vorteil, muss man dazu sagen, die Starlines fand die Idee so gut, dass sie gesagt haben, die Hälfte der Flüge darfst du Business Class fliegen. Das hat mich natürlich besonders gefreut. Als Taschengeld habe ich eigentlich geplant gehabt, 1.600 US-Dollar mitzunehmen. Da hat mein Großvater mich auch unterstützt. Der hat immer noch ein paar Reserven, weil der auch viel reist. Der hat auch schon über 100 Länder bereist. Vielleicht liegt das ja in den Genen, weiß ich nicht. Der hat mir dann auch entsprechend US-Dollar mitgegeben. Und weil ich gesagt habe, ich möchte möglichst nicht mehr als 20 US-Dollar pro Tag ausgeben. Das Problem war, dass ich schon allein in Afrika, da habe ich das Doppelte oder Dreifache ausgegeben. Also ich dachte immer, da wird es besonders günstig, aber Schietepiepen, hätte ich was gesagt. Warum ist das so gekommen? Es war einfach in diesen Orten besonders teuer, weil man muss auch dazu sagen, wenn man zum Beispiel in Dakar ankommt, so als Weißer unter vielen Schwarzen, da weiß jeder, aha, Ausländer, von dem nehmen wir mal gleich den dreifachen Preis. Und
dann kommt noch hinzu, dass ich jedes Mal das Geld wechseln musste. Also ich konnte ja nicht überall mit US-Dollar zahlen, sondern in fast jedem Land muss ich die Währung wieder wechseln. Und das hat immer viel Geld gekostet. Aber ich würde doch denken, dass du allein schon mindestens immer 20 Dollar brauchst, Weg, Flughafen bis zur Übernachtung. Eigentlich ist es richtig gedacht. Ich habe aber mich beschränkt auf öffentliche Nahverkehrsmittel wie U-Bahn, wo es denn dann ging, oder Busse, zum Teil abenteuerliche Busse. Ganz oft wurde ich auch abgeholt oder wenn ich habe ja dann schon mal, so wie in Paris zum Beispiel, die ersten drei Nächte, Moment, ich muss mal überlegen, ja, drei Nächte habe ich ja in Paris verbracht, das heißt, ich war bei der einen in Paris und konnte dann am nächsten Tag mit der U-Bahn wieder weiter. Hast du auch Gastgeschenke mitgebracht? Ja, also. Ah, gerade erst darüber geredet, dass das Budget zu klein ist. Also das ist eigentlich eine total schöne Geschichte. Und zwar hatte ich, es war so, dass ich tatsächlich meinen Gastgebern gesagt habe, pass mal auf, ich werde keine Gastgeschenke mitbringen, weil wenn ich für 76 Leute oder 77 Leute jeweils ein Gastgeschenk einpacken muss, dann brauche ich ein zusätzliches Gepäckstück. Und wie viel Kilo Gepäck hattest du dabei? Oh Gott. Ich glaube, das waren so um die 30 bis 40 Kilo. Also, okay. Weil die Kamera dabei, Laptop und ja, gut. Also die ganzen Sachen. Gastgeschenke passen nicht rein. Ja, nee, absolut nicht. Aber das Schöne war, dass ich in Paris, das war die Anne, meine erste Gastgeberin, die sagte, ach, weißt du was, Daniel, wir machen das anders. Ich gebe dir ein Gastgeschenk mit für den nächsten Gastgeber. Und dem übergibst du das dann in meinem Namen und bittest ihn einfach darum, dass er dir wieder was gibt für den nächsten. Das heißt, ich habe immer ein Gastgeschenk von einem Gastgeber zum nächsten gebracht. Und das war mal eine Postkarte, das war ein Buch oder Modeschmuck oder sonst ganz häufig auch regional orientierte Geschenke. Total schön. Und da habe ich nämlich auch, das muss ich ja einmal zeigen, in Thailand habe ich dann diesen Elefanten bekommen von einem Gastgeber, der mir über meinen Blog beim Stern.de seine Couch angeboten hat. Und der hat gesagt, das behältst du aber für dich, weil das ist ein Glücksbringer für deine Reise und ich gebe dir noch was anderes mit für den nächsten Gastgeber. Und den nehme ich tatsächlich jetzt auf lange Reisen immer mit. Das, was du erzählst, das kenne ich aus meiner Kindheit. Da haben wir immer das Kartoffelspiel gespielt. Bist du mit einer Kartoffel und einer Plastiktüte losgegangen und musstest das immer gegen Süßigkeiten tauschen. Meistens haben die dir immer sowas geschenkt an der Haustür. Weißt du, das sind so kleine Mädchen und Jungs. Hey! Ich fand die Idee super. Vor allen Dingen, weil keiner wirklich so unter Druck stand, weil man gesagt hat, es kann noch so klein sein. Und das hatte ich zum Beispiel auch in Tansania bei einem, die waren bettelarm, die wirklich bettelarm, bei denen ich übernachtet habe. Und der konnte sich das eigentlich nicht leisten. Und dann habe ich halt eine Postkarte gekauft und habe ihm gesagt, schreib doch da deine Nachricht drauf. Und dann habe ich diese Postkarte genommen und weiter bis nach Kairo geschleppt und dann dort eingetauscht gegen was anderes. Ja. Wir haben ein Bild mit einer Weltkarte, dort sehen wir deine Route und da schauen wir uns an, wo deine ersten Reisen hingingen. Können wir das gerade mal einblenden? Die Reiseroute, da ist sie. Kann man das so erkennen? Ja, sonst kann ich ja auch eben ganz kurz die Station erläutern. Ja. Also ich weiß es auch im Kopf, weil ich es schon ungefähr 1500 Mal erzählen musste. Gestartet bin ich in Düsseldorf vom Flughafen, dann war Paris, Lissabon, Dakar, also Senegal, Johannesburg, Kapstadt, Dar es Salaam, Kairo, Dubai, Maskat im Oman. Karachi hatte ich nur eine Zwischenlandung, dann Thailand im Norden, von dort aus nach Hongkong, dann Peking, Shanghai, Tokio, dann in den Süden Thailands und von dort aus dann nach Sydney, Auckland, Neuseeland, zu den Cookinseln, Cookinseln, Los Angeles, Hawaii. Los Angeles, Hawaii, San Francisco, Mexico City, da war ich auch wirklich nur für eine Nacht, Charlotte, die Bahamas,
New York, Toronto, wie Washington. Wie lange geht das noch? Nein, Philadelphia hatte ich noch, New York, Washington und dann Rio de Janeiro. Gab es denn ein spezielles Muster, nachdem du deine Ziele ausgesucht hast? Oder irgendwelche Länder, die du immer schon besucht hattest, Empfehlungen? Ich wollte unbedingt Länder sehen, die ich noch nicht gesehen habe vorher, mit Ausnahme von Frankreich und Frankreich, Ägypten und Portugal ist das auch tatsächlich der Fall gewesen. Und dann war es natürlich auch so, dass es möglichst Metropolen sein sollten, weil es schwierig wird, wenn man in kleine Städte kommt, dann tatsächlich eine Couch zu bekommen. Auch wenn man es über diese Couchsurfing-Plattform macht, also couchsurfing.org, da habe ich mir die Hälfte meiner Couchen besorgt, die andere Hälfte zum Teil durch Zufall oder über Freunde. Und zum Beispiel Rarotonga. Ich war in Dubai und habe dann bei meinen Gastgebern im 39. Stockwerk des Dubai Jewel Towers, also unheimlich exklusiven Platz, das waren Immobilienmakler und seine Frau kannte den Prinz von Rarotonga und hat dem eine E-Mail geschrieben und der hat dann gesagt, okay, ich hoste ihn. Also ich bin sein Gastgeber auf Rarotonga und sorge dafür, dass er eine Couch bekommt. Und sonst hätte ich niemals einen dort gefunden. Das war, da gibt es vielleicht drei Leute und einer davon, das muss ich mal schnell einfügen, einer davon, dem habe ich eine Mail geschrieben, habe gesagt, hey, ich suche eine Couch, ich habe dieses Projekt und so weiter. Und der hat dann gesagt, sorry, ich bin nicht da. Mhm. Und dann bin ich auf Rarotonga, bin ich abends in so einer Disco und trinke mein Bier, unterhalte mich da mit so einem Typen neben mir, der wollte mich so ein bisschen anbaggern, muss ich dazu sagen. Der war Steward bei Air New Zealand. Und dem habe ich dann erzählt, ja, ich muss am Samstag wieder weiterfliegen nach L.A. Und er sagte so, ach, die Maschine um 12 Uhr. Und ich sage so, ja, ich auch. Ich bin da, ich arbeite für Air New Zealand. Und dann kam plötzlich von rechts dieser Raro-Guy, wie er heißt, glaube ich, ja genau, Raro-Guy, steht rechts neben uns und sagt, hey, was macht ihr denn hier? Und wir erzählen ja, wir haben gerade eben erfahren, dass wir zusammen den gleichen Flieger zurück nach L.A. nehmen. Und dann sagt er zu mir, ach, Samstag 12 Uhr, weil ich sagte am Samstag, ach ja, 12 Uhr, ja, ich auch, sagt er. Und dann kamen wir ins Gespräch, stellt sich heraus, dass er, der rechts neben mir steht, der Typ ist, den ich ein paar Wochen vorher per E-Mail angeschrieben habe. Ja, ist kein Scherz. Und er sagte so, hätte ich das gewusst, kannst du heute bei mir bleiben, wenn du willst. Und dann habe ich gesagt, nee, ich habe schon. Aber, haben viele Zufälle deine Reise begleitet oder war doch viel so gelaufen wie geplant? Sehr, sehr viele Zufälle. Okay, was das genau ist, vielleicht schauen wir das in den einzelnen Ländern. Wir haben ein Bild von Ihrem Flughafen. Wie sieht das aus, Daniel Hopkins auf Reisen? Ja, ich glaube, da muss die Technik kurz rödeln mit dem Flughafen. Da bist du. Ja. Och, du machst es dir gern bequem. Ja, also das ist genau diese Geschichte, von der ich erzählt habe. Ich war einen Tag zu früh am Flughafen, wollte dann tatsächlich in der Nähe des Flughafens in einem Roadhouse, heißt das, also in dem Roadhouse, in dem Hotel, übernachten und dort eine Couch suchen. Aber die waren sowas von unfreundlich dort. Oh, ich muss aufstoßen von dieser Fassbrause. dass ich gesagt habe, nee, also dann bleibe ich lieber auf der harten Metallbank. Und das war echt eine super krasse Nacht da. Und man liest da auch, kennst du, glaube ich, auch den Autor Michael Klaassen, der Fluch des langen Krieges. Der hat mir nämlich sein Buch mitgegeben, das da gerade relativ neu erschienen ist. Ja, sehr empfehlenswertes Buch übrigens. Ja, tatsächlich. Sehr informativ. Ja. Über Irak, Afghanistan, also um es kurz zu fassen, ist es. Ja. Wohin fliegen wir jetzt mit dir zuerst? Wir haben leider nicht die Zeit, wir haben nur 60 Minuten, über 80 Orte zu sprechen. Das sind einfach zu viele Storys. Was schlägst du vor? Wo fliegen wir als erstes hin? Also Tansania können wir. Tansania. Weil wir das auch auf der Fotoliste haben. Ich kann besser was zu den Fotos sagen und dann gucken, ob da stecken meistens immer Geschichten hinter. Ja. Okay, dann blenden wir einmal die Fotos von Tansania ein. Was ist das? Ach ja. Auch lecker Fisch mit Pommes. Ja, es hat genauso geschmeckt, wie es aussieht. Und zwar nicht besonders lecker. Man muss sich vorstellen, wir waren dort. Was ist das da? Das ist kein normaler Fisch, oder? Das ist ein frisch gefangener Fisch. Und zwar, die Geschichte ist folgende. Wir waren dort auf einer sehr kleinen Insel. Mbudia heißt diese Insel. Und auf Mbudia gibt es so einen kleinen Verschlag,
wo die so einen Grill hingepackt haben, aber einfach nur Metallrost. Und da haben die dann das Essen drauf gemacht. Die Pommes wurden auch in so einer komischen Metallschale gemacht. Und wir haben dann den Fisch bestellt. Er hat gefragt, so, ja, was wollt ihr denn gerne haben? Da waren höchstens 20 Leute auf der gesamten Insel. Ja. Und wir haben gesagt, ja, wir essen wohl dann Fisch. Und dann sagt er, wann wollt ihr das denn ungefähr essen? Ich sagte, ja, halbe Stunde, Stunde oder was? Und ja, und dann sind wir, die Insel war sehr klein, sind wir erstmal einen kleinen Inselrundgang gegangen, sind zurückgekommen und haben dann gefragt, ja, und unser Essen, wo ist das jetzt? Und die sagten, ja, das kommt da hinten. Und dann kam so ein Boot Oh, das Foto schon mal in die Technik? Genau, das können wir auch schon das nächste Foto reinpacken. Kam das Boot an, die haben den Fisch ganz frisch erst gefangen. Also wir wussten gar nicht, was für einen Fisch wir jetzt kriegen. Wir gucken mal, was wir da haben. Aber da sollte man doch meinen, dass es eigentlich ganz lecker ist, so fangfrisch. Aber ein bisschen dunkel sah er aus. Also das war ungenießbar. Ich habe es auch einmal angefasst und das war's. Was ist das? Ja, das war der allerschlimmste Sonnenbrand, den ich mir je geholt habe. Und das war auf dieser besagten Insel, auf dem Budia. Und zwar der Leander, der da so ein bisschen schuldbewusst guckt. Danke fürs Foto schon mal. Der Leander hatte mich eingecremt und zwar genau an der Stelle, wo es weiß ist. Ja. Und überall anders, an den anderen Stellen, hat er mich halt nicht eingecremt. Und das war oben auf den Schultern und hier im Lendenwirbelbereich. Und man muss sich vorstellen, ich musste mit meinem super schweren Rucksack. Das waren richtige Verbrennungen. Ne? Ja. Also ich musste den jeden Tag ja noch über, also noch mehrere Wochen schleppen. Ja. Und die Leute mussten mir wirklich noch viele, viele Tage in den Rucksack helfen, weil ich solche Schmerzen hatte. Ich konnte es kaum tragen. Und das ist da passiert. Mhm. Also immer schön eincremen, gerade da. Oh ja. Danke fürs Foto. Können wir rausnehmen. Wo hast du in Tansania übernachtet? In Tansania habe ich übernachtet, eben bei diesem wirklich bettelarmen Paar. Mhm. Das war eine Hütte. Ne? Wie kam der Kontakt zu denen zustande? Die waren bei Couchsurfing.org angemeldet. Ja, ja, ja. Und dieser Baraka, der da war, der kannte wiederum einen Deutschen. Das war dieser Leander. Und dieser Leander hatte dann mich für die nächste Nacht genommen auf seine Couch. Es war auch kein Luxus, aber es hat. Entschuldigung. Aber das habe ich auch nicht erwartet. Also ich habe ja nicht alles so erwartet, wie es in Dubai oder in Südafrika hatte ich auch eine super Luxuswohnung da. Also was gab es zu essen? Zum Abendbrot in der Wohnung. Ich überlege gerade, ob es da überhaupt was zu essen gab. Achso, ja, doch, es gab was zu essen. Und zwar, es gab dort Reis mit Hühnchen. Also einfach nur trockenes Hühnchen, ein paar Streifen und Reis. Sehr, 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 sehr low level. Ich höre Julia tippen. Haben wir schon Feedback zur Sendung? Ja, also die Kalina, die ist schwer begeistert. Die habe ich jetzt gerade mal ein bisschen animiert, dass sie vielleicht einfach mal persönlich Fragen und Anregungen an den guten Herrn stellen. Was schreiben die Leute denn genau? Vielleicht kannst du das mal kurz vorlesen. Schöne Grüße an Kalina übrigens. Dein bester Freund ist natürlich ganz vorn dabei, komisch. Also er fand, dass der Fisch lecker aussah. Klassisch Fisch und Chips, meinte er. Da muss ich aber auch dazu sagen, der isst auch Pizzareste, die 3 Tage alt sind. Also Entschuldigung, Christian, wenn ich das sage. Also die Anforderungen oder die Ansprüche sind unterschiedlich bei euch beiden. Ich muss das natürlich jetzt auch relativieren mit den Pizzaresten. Das ist schon 10 Jahre her. Also. Gibt es sonst noch Meldungen? Ja, ansonsten, die Alex sagt, dass sie trotz schlechtem Empfang halt im ICE noch zuschaut. Die Alex Karl, kennst du die zufällig? Das ist der Alex Karl. Oh, ja, macht nichts. Yep. Der Alex wurde heute auch schon via Internet als Hostess bezeichnet auf der IAA. Es gab so eine Seite, wo dann gesprochen wurde über Hostessen und sein Bild war zwischen den ganzen hübschen Frauen mit platziert. Aber der Alex Karl, da kommen wir vielleicht ganz später noch drauf zu sprechen, wenn ich noch mal ganz kurz über das neue Projekt sprechen darf. Wir haben als nächste Station bei dir Dubai im Programm. Einmal das Foto von Dubai, das erste bitte. Ja, das ist ein Foto von mir in diesem 39. Stockwerk vom Dubai Jewel Tower. Das sieht man jetzt nicht so viel, aber man kann es erahnen, was für eine saugeile Aussicht ich eigentlich hatte. Muss man so sagen. Wie groß war die Wohnung? Du sagst, sie war luxuriös. Danke, kannst du das Bild wieder rausnehmen. Also die war schon sehr groß. Das waren bestimmt
ich weiß es nicht, ich habe ja nicht die gesamte Wohnung gesehen, aber das, was ich gesehen habe, waren schon irgendwie 100, 150 Quadratmeter oder was. Das kostet eine Menge Asche in Dubai. Was haben die beruflich gemacht? Ja, der Mann war Immobilienmakler und dem gehörten wohl zwei Etagen da in diesem Dubai Jewel Tower. Und dann, und das Witzige war, ich komme da an und die essen mit mir abends noch zusammen. Übrigens habe ich die über einen ehemaligen Schulkameraden aus dem Internat, die haben mich vermittelt. Und ich komme da an und dann sagen die plötzlich so um 10 Uhr, ja, wir fahren, fliegen dann jetzt, ne? Ich so, wie? Und ich? Ja, du kannst hier bleiben, unsere Haushälterin, die macht dir da morgen Frühstück und wir fliegen jetzt nach Thailand. Also ja, einen kleinen Sohn noch, sind dann für eine Woche nach Thailand oder zwei Wochen nach Thailand geflogen und als ich dann nach Thailand geflogen bin, sind die genau wieder zurückgeflogen. Also hätte mich nicht gewundert, wenn ich die am Flughafen auch noch getroffen hätte durch Zufall. Also hat die Reiselust aber ein bisschen abgefärbt, eventuell. Ja, sehr spontan dann aber. Dann haben wir noch ein Bild, Schule steht da dran. Mhm. Ja. Und zwar auch eine sehr schöne Geschichte. Ich bin dann in Dubai, beziehungsweise im Emirat Sajjah, bin ich bei einem Lehrer untergekommen. Ich sollte eigentlich an eine Lehrerin vermittelt werden, nur das Problem ist, im Emirat Sajjah dürfen unverheiratete Frauen keinen Männerbesuch über Nacht auch bei sich haben. Das kann bis zur Ausweisung aus dem Land führen. Und da war ich dann bei einem Lehrer und wir kamen ins Gespräch und der Lehrer hat mich gefragt, sag mal, möchtest du nicht morgen mit in die Schule kommen? Mhm. Und wir haben eine internationale Schule, möchtest du denn nicht von deinem Projekt erzählen? Mhm. Und dann habe ich tatsächlich was vorbereitet, eine richtige Präsentation, war bis 4 Uhr nachts damit beschäftigt, um 6 Uhr morgens musste ich wieder raus und bin dann dort, man sieht auch übrigens das Hemd hier, ne? Ja, das ist das Hemd, was ich dort anhatte, bin in die Schule und habe mit den Kindern, also mit allen Klassenstufen von jung, fünfte Klasse oder was, bis hin zu dem Abiturjahrgang, habe ich meine Geschichte erzählt. War super toll. Wie war die Reaktion? Danke fürs Foto. War toll. War einfach super. Also, sind die Kinder dort anders als bei uns? Inwiefern? Also ich war so intensiv habe ich mich nicht mit denen beschäftigt. Sind die disziplinierter oder hätten deutsche Kinder genauso auf dich reagiert? Oder war das für die schon sehr exotisch? Es war eigentlich alles relativ locker. Ich hatte eine Situation bei den Abiturienten, war es so, dass ich dort ja auch zum Beispiel das Lied, was wir anfangs gehört haben von Gut durch, das habe ich gezeigt und das hatte so einen ziemlich westlichen Stil halt. Mhm. Und da haben die Lehrer schon so ein bisschen distanziert geschaut, ein bisschen verhalten. Mhm. Haben mir auch hinterher gesagt, ja, das wäre grenzwertig, ja, aber... Gut. Was hast du denn für ein Lied mitgebracht? Das war dieses Gut durch, dieses weil das so ein Hip-Hop-Song war, mehr oder weniger, war das. Ich muss mal zwischendurch so ein bisschen linsen, weil wir haben hier so viele Listen, wo du unterwegs bist, dass ich immer gucke, wann kommt eigentlich was? Wir haben hier zum Beispiel Kapstadt, Dar es Salaam und China, Hongkong. Dann kommt jetzt als nächstes wahrscheinlich Kapstadt. Ja, das ist, können wir uns gerne anschauen, das war tatsächlich da ein Video zu. Genau, das war das Frühstück, was ich hatte, nachdem ich auf dieser Bank gesessen habe. Mhm. Und wenn wir uns das jetzt anschauen, dann achtet mal so nach einer Minute 30, eine Minute 40, kommt hinter mir eine Frau, die an ihrem Kaffee nippt. Und das kann ich ja nicht sehen, weil ich mich selber filme. Also wenn wir das einmal anschauen wollen. So, guten Morgen aus Kapstadt. Es regnet draußen. Ich habe mir gerade ein Frühstück bestellt. Für umgerechnet 3 Euro. Die Nacht habe ich heute im Flughafen verbracht. Auf einer Bank. Sehr, sehr unbequem. Ja, der Grund war, dass ich einfach einen Tag zu früh am Flughafen war. Und mit den Tagen durcheinander gekommen bin. Das Datum stimmte schon, aber der Wochentag und ein heilloses Durcheinander. Da gab es da ein Gästehaus genau gegenüber vom Flughafen, das sogenannte Roadhouse. Ich bin darüber, weil ich dachte, ich könnte vielleicht dort übernachten. Allerdings war der Service dort sowas von mies. Also die Gäste wurden wie Dreck behandelt und es gab noch nicht mal Internet. Der Preis war auch nicht angemessen. Ich habe mich wirklich gefragt, warum die eine FIFA-Empfehlung bekommen haben. Also ich kann der FIFA nur empfehlen, das noch einmal zu überprüfen, weil da würde ich keinen WM-Gast unterbringen wollen.
insgesamt läuft hier das mit dem Service sowieso alles sehr, sehr träge. Also in Deutschland würde eine Kellnerin keine halbe Stunde den Job überleben. Die würde sofort gefeuert werden. Aber das ist auch etwas, was mir meine Gastgeber gesagt haben. Das ist etwas, woran die Südafrikaner noch sehr hart arbeiten müssen. Das ist halt hier gang und gäbe. Ob in der Bank, ob beim Einkaufen oder ob beim Essen gehen im Restaurant. Man findet das überall das Gleiche, die gleiche Trägheit. Naja, ich habe jedenfalls heute Nacht auf dieser Bank geschlafen, im Flughafen von Cape Town, und werde jetzt gleich einchecken. Es ist jetzt so knapp 6:30 in der Früh. Und werde dann versuchen, den Manager von der Business Lounge des South African Airways zu überreden, dass ich dort meinen Laptop benutzen darf und das Internet. Vielleicht klappt es ja mit dem Argument, dass ich ja eigentlich offiziell von der Star Alliance gesponsert werde. Also, damit einen schönen Gruß aus Kapstadt. Für mich geht es jetzt weiter nach Tansania. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja, hast gesehen, war sogar noch eben kurz das Werbebanner von Kodak mit eingespielt. Nee, ich höre nur noch die Klospülung rauschen. Ich weiß nicht. Es bleibt an uns beiden hängen, Julia. Ach was? Was gibt's auch Neues aus dem Chat? Ja, und zwar, ja, der ein oder andere, der Christian, findet zum Beispiel, dass total super, dass du gar keinen Schlaf brauchst, weil du ja, ne, immer unterwegs warst oder einfach mal eine unmögliche Schlafgelegenheit hattest. Dann, Alexander, schöne Grüße von Alexander Friedrich noch. Der Alex, findet es total lustig und hat genau den Schnipsel noch mitbekommen, als ich mich leider versprochen habe. Verzeihung an der Stelle. Und hat uns den Link in den Chat gepostet, wo es sich den ganzen Hostessen ist. Also wenn er da mal nachschauen möchte, einfach nur drauf gehen. Er ist auch nicht nachtragend. Was war die ungewöhnlichste Schlafgelegenheit, die du hattest auf der Reise? Oder die Top 2, 3? Die ungewöhnlichste, ja. Also ungewöhnlich war eine Sache, weil es mir absolut nicht gefallen hat, das war in Peking. Mein Gastgeber war Messi und die einzige freie Stelle war tatsächlich das Sofa, die Couch, und ich habe mich so geekelt, ich habe die Nacht nicht richtig geschlafen und konnte mich da nicht mal waschen. Also ich bin nur raus aus der Wohnung und bloß weg. Dann habe ich die außergewöhnlichste war wahrscheinlich die Couch in der Lobby einer Ressortanlage auf Aitutaki. Aitutaki ist bei den Cookinseln und man sagt, das sei die schönste Insel der Welt. Also nicht nur übertrieben, sondern sei wirklich die schönste Insel der Welt. Aus welchem Grund? Weil sie einfach wunderschön ist. Was macht sie so schön? Hätte ich mal Fotos mitgenommen. Also ich habe ein Foto aus der Vogelperspektive aus dem Flugzeug gemacht. Es ist einfach ganz perlenweißer Strand, unberührte Natur, ganz viel. Und sie ist einfach nur schön. So eine Paradiesinsel. Ja, wirklich, so stellt man sich das Paradies vor. War das dann quasi das schönste Erlebnis, würdest du sagen, auf deiner Reise? Weil die Kalina fragt schon ganz neugierig, was das Schönste war. Also, ne, eine paradiesische Insel. Auch wer den Blog gelesen hat ab und an, der wartet vielleicht auf die Story am Ende. Oh, die, würde ich jetzt tippen, dass das dein Schönstes war, wie es sich anhörte. Ja, soll ich schon vorgreifen oder soll ich das mal für das nachher? Das bewahren wir uns für nachher auf. Ja, ja, es gab sehr viele schöne Situationen. Ich glaube, man muss die ganze Reise als schön betrachten, vor allen Dingen im Hinblick auf die Menschen. Also die Leute, die ich dort getroffen habe, die sind zu 90% so offenherzig gewesen. Man kommt ja als Fremder in deren Privatsphäre und die öffnen sich. Und fast alle haben sofort sich sehr intim mit mir unterhalten, aber über sehr private Dinge. Und der eine hatte mir erzählt von seiner Geliebten, mit der er gerade 12 Jahre seine Frau im Grunde genommen betrogen hat und die jetzt mit der er Schluss hat. Und oder auch andere, die gesagt haben, welche Sorgen die einfach haben. Und das war etwas, was ich mitnehme. Und ich glaube auch, dass ich war schon immer ein relativ offenherziger Typ und sehr kommunikativer Mensch. Aber ich glaube, dass ich danach
noch ein Stück toleranter geworden bin nach der Reise, glaube ich. Weil ich würde mich auch fragen, was sind so die ersten Gesprächsthemen? Mit was für Fragen fängst du an, wenn du zur Tür reinkommst? Oder was sagen die Leute, wenn du kommst? Gibt es da so ein Muster, ein erkennbares? Ja, und zwar ist das Muster so gewesen, dass mich eigentlich fast ausnahmslos jeder erstmal gefragt hat, wie bist du zu der Idee gekommen und wer unterstützt dich und was hast du schon erlebt? Ja. Und das ging so weit, dass ich war zum Beispiel dann auch in Washington in einer WG untergebracht, wo ich dann irgendwie schon dreimal meine komplette Geschichte erzählen musste. Und dann dann haben die abends Besuch gehabt und die Bude war voll und jeder wollte es wissen. Und dann kam der eine Mitbewohner kam dann an und sagt, pass mal auf, Daniel, ruh dich mal aus. Ich übernehme das für dich. Ich erkläre jetzt jedem Einzelnen, was du hier eigentlich machst und was du gemacht hast. Ja. Was haben wir da eigentlich für ein Geräusch? Das ist der Kühlschrank. Kühlschrank. Wie ist die Redeaufteilung gewesen? Also du für dich waren es ja immer die gleichen Fragen. Für die anderen handelt es sich um einen Tag, in dem sie Besuch hatten. Hast tendenziell du mehr erzählt, wurdest du gefragt oder haben die Leute mehr von sich erzählt? Ja, ich glaube, ich habe tendenziell mehr erzählt. Das liegt aber auch daran, dass ich sowieso schon viel und gerne rede. Mhm. Es ist aber auch so, dass ich weiß, es beruhte auch auf Gegenseitigkeit. Also ich konnte mich ja auch öffnen. Ich wusste, bei den meisten, die sehe ich ja nicht nächste Woche wieder. Und die sind jetzt nicht unbedingt Teil meines gesellschaftlichen Umfelds. Ja? Also die Gefahr, wenn ich denen irgendwie auch vielleicht ein Geheimnis erzähle, was ich vielleicht jetzt nicht unbedingt im Blog poste, dann bleibt das halt da. Die werden das jetzt nicht irgendwie jetzt rumtratschen. Per Flaschenpost von Tansania nach Deutschland schicken irgendwie an die Presse. Wir haben so viel Material von dir. Ich sehe hier Frühstück in Kapstadt. Haben wir gerade. Vierte Matz. Da ist Halam irgendwas mit einem Dreirad, war da? Ach so, ja, wir sind in so einem Bajaji, heißt das. Das ist so ein motorisiertes Dreirad, sind wir durch Dar es Salaam gefahren und das war einfach nur abenteuerlich, weil der Verkehr ist mörderisch dort und das machte dem Fahrer auch gar nichts aus und da habe ich einen kleinen Beitrag gepostet, wir gerade da, anschauen. Ja, können wir uns mal anschauen, genau. Oh, also. So, hallo, lieben Gruß aus Dar es Salaam. Wir sind hier in einem, wie heißt das noch? In einem Bajaji unterwegs. Das ist unser Fahrer. Dar es Salaam. Dar es Salaam, genau, welcome. Das ist von Tansania. Ja, also, wir sind hier in einem Bajaji unterwegs. Meine Wenigkeit und der Leander, das ist mein Gastgeber von heute. Ich habe heute Nacht bei Baraka übernachtet und ja, wait a second. Er möchte sich unbedingt mitteilen jetzt. Also ich fange nochmal an. Also ich war heute Nacht bei Baraka. Da haben einige Moskitos auf mich gelauert und ansonsten muss man sagen, habe ich ganz anders gelebt als vielleicht in Europa. Naja, wir sind auf jeden Fall jetzt unterwegs, Leander und ich, um zu seinem Haus und zu seiner Mitbewohnerin zu fahren. Ja, oh oh. Und ich glaube, so ganz ungefährlich ist das, sich hier mitzufahren. Also, hiermit lieben Gruß aus Dar es Salaam nach Deutschland. So, jetzt auch nochmal. Herzliche Grüße. Say hello. Hello, my friend. Okay, also. Bitte kurz rechtfertigen, 20 Sekunden. Naja, gut, Nippelpursing im Chat sind Themen, die hier gar nicht aus groß ankommen. Ich muss gerade lachen, weil der Uwe, der da gerade gepostet hat, das ist eine Begebenheit, ich glaube, das war 97 oder 98 Rock am Ring. Ich war sturzbetrunken, muss ich sagen, und die Jungs haben, ich habe gesagt, ich stand vor so einem Wohnwagen, wo man so Piercings machen kann. Ich habe gesagt, wenn das nicht so teuer wäre, würde ich es ja machen. Mhm. Und dann haben alle zusammengeschmissen und haben gesagt, jetzt machst du es. Und am nächsten Morgen wache ich auf und merke, ich habe ein Brustwarzenpiercing. Das ist aber dann auch, oh mein Gott. Das ist nach 3 Wochen ist das dann auch wieder verschwunden. Mach dich nur sympathischer. Ja, also wir haben gesehen, abenteuerlich war es da in
wie spricht man das aus? Dar es Salaam? Dar es Salaam, ja. Dar es Salaam. Was hast du sonst noch dort erlebt? In Dar es Salaam, es war ruhig. Ich hatte bei dem Leander im Garten gefrühstückt, wo giftige Spinnen und Schlangen waren. Aber ja, also sonst. Das juckt dich nicht. Ja, nee, eigentlich nicht. Also, gab es denn gefährliche Situationen auf der Reise? Oder welche, wo du dich unwohl gefühlt hast? Dachtest, ei, hoffentlich geht das mal gut. Ja, aber weniger solche Szenen mit irgendwelchen Taxis oder Bussen fahren, wo man denkt, das sind doch, die haben irgendwie, die wollen ihr Leben beenden. Nein, das weniger. Ich hatte in Mexico City hatte ich eine sehr unangenehme Begegnung mit dem Flughafenpersonal, wo ich echt gedacht habe, ich komme jetzt nicht auf das Flugzeug. Und das war absolut nicht meine Schuld. Ich will da gar nicht näher drauf eingehen. Aber da habe ich echt gedacht, wenn ich den Flug jetzt verpasse und ich den nicht mitnehmen darf, dann ist mein ganzes Projekt im Eimer. Und das hat mich schon sehr geärgert und ich musste dann tatsächlich diesen Joker ziehen und ihm praktisch ich hatte ja so ein dickes Ticketheft und habe gesagt, ihr Jungs, ehrlich jetzt, ich werde hier gesponsert von Starlines. Wenn ihr jetzt nicht wollt, dass ich da jetzt in Frankfurt anrufe und mich beschwere, dann macht das mal jetzt für mich. Ne? Und es hat dann tatsächlich geklappt, aber meine Pumpe ging echt so, bitte nicht. Julia, vielleicht kannst du mal kurz gucken, ob das Fenster zum Nachbarstudio geschlossen ist, weil ich höre da so laute Stimmen. Ja. Julia kümmert sich drum. Was gibst du dem Themenblock Afrika? Wir haben jetzt verschiedene Stationen mit dir besucht, insgesamt für eine Überschrift. In Afrika bist du der schwarze Mann. Das hat nämlich, das hat mir einer gesagt in Paris noch. Ja. Der sagte, das war auch ein Schwarzer, und der sagte, vergiss nicht, wenn du nach Afrika bist, dann bist du da der schwarze Mann. Also im Hinblick auf weiß und mit Ausnahme von Südafrika, da war es jetzt eher gemischt, aber sonst die anderen Länder, da bin ich eher der Exot. Also nicht so wie bei uns in unseren Breitengraden, dass man sagt, okay, wenn man Afrikaner ist, dann ist man eher der Exot, sondern... Wie gehen die Leute damit um? Sind die neugierig, gehen die auf dich zu oder halten sie Abstand und denken, hey, was ist das? Nee, im Gegenteil. In Dakar zum Beispiel, das war auch eine unangenehme Situation. Ich musste wirklich schreien. Also ich war auf der Straße unterwegs und die haben mich belagert. Die haben angefangen, mich anzufassen, überall an den Taschen und so. Ich hatte ja Angst, dass die mir was aus den Taschen ziehen. Und ich musste dann wirklich laut auch schreien, go away. Police habe ich dann auch mal gerufen. Dann kamen auch Leute um die Ecke und dann sind die verschwunden. Aber dann an der nächsten Ecke hatte ich wieder die Nächsten bei mir. Und das war sehr, sehr unentspannt. Dakar. Trotz allem war es eine Erfahrung für mich, aber nicht etwas, was ich unbedingt wiederholen möchte. Ja. Zumal mit dem ganzen Gerödel und Fernsehkamera für ein paar tausend Euro dabei und Laptop, und das war nicht schön. Als nächste Station fliegen wir mit dir nach China und Hongkong. Auch da könnte man sagen, bist du der Gelbe unter den Weißen. Stimmt. Das hast du gut gesagt. Äußert sich das in gleicher Art und Weise dort wie in Afrika? Würdest du diesem Asienkapitel auch diese Überschrift geben? Nee, also das war schon so, dass ich dort, außer dass die meisten Menschen etwas anders aussahen als Europäer, naturbedingt, würde ich sagen nicht. War so vom Lebensstil her und so war das alles ähnlich. Da ist es in Asien, was könnte man dazu sagen? Ja, es ist halt eher europäisch. Also ja, die kennen es ja auch, die reisen ja auch, ne? Wie man es selber merkt, sind ziemlich viel am Reisen. Ja. Du hast uns auch Fotos mitgebracht. Daniel Peking. Ach so, ja, richtig. Das Daniel Peking, das ist, da waren es -2 Grad, es hat geschneit. Witzigerweise, es war nämlich damals so, dass ich gerade aus den ganzen warmen Ländern kam. Also ich bin braun gebrannt, kam aus Afrika, Dubai, und Thailand war ja auch schön warm. Und dann bin ich nach Peking gekommen und da waren es -2 Grad. Und der Grund war, angeblich, da war nämlich die Feier für die Chinesische Republik hat Jahrestag gefeiert, 60 Jahre oder sowas. Und weil die ein schlechtes Wetter vorausgesagt haben, hat die chinesische Regierung
praktisch Raketen in die Luft geschossen, um das Wetter zu klären. Dann hatten die tatsächlich für dieses Fest hatten die schönen klaren blauen Himmel, aber die Tage danach war das Wetter total umgeschlagen und die hatten Minusgrade und die haben dann auch nochmal, das muss man dazu sagen, in China, die meisten Wohnungen, die kriegen erst, ich muss lügen, ab dem 15. November stellen die da erst die Heizungen an. Vorher wird das von der Regierung erst gar nicht angestellt. Und ich war irgendwann mal Anfang November dort oder Ende Oktober und es waren Minusgrade in der Wohnung. Das Wasser auf dem Tisch ist so leicht brüchig geworden, weil es gefroren ist. Und das war denen egal. Erst sorgen sie für schönes Wetter und dann lassen sie ihre Leute da in den kalten Buden frieren, weil sie per Gesetz die Heizung nicht aufdrehen. Ja. Das ist wirklich anders als bei uns. Man solle sich das mal zum Tag des Mauerfalls bei uns vorstellen. Hey, Kaiserwetter! Die neuen Fotos vom Brandenburger Tor. Sag mal, wo bist du hier unterwegs? Was sind das für Länder? Sind die daran schon vorbeigerobbt? Nee, das ist der Elefantengruß für Liam, ist in Thailand. Das ist den Film habe ich im Grunde genommen mitgebracht, um zu zeigen, dass ich immer wieder auch für meinen Sohn Grüße rübergeschickt habe, damit er sieht, wo der Papa gerade ist. Ja. Und da war ich gerade auf so einer Elefantenfarm und habe dann den Elefant gefüttert mit Bananen und habe halt einen kleinen Gruß rübergeschickt. Wie alt ist dein Sohn? Mein Sohn ist jetzt 5 Jahre alt. Liam. Du hast auch ein Foto von ihm mitgebracht. Ja, wobei das kannst du gerne in die Kamera halten. Wobei das ist das Foto, das ich damals mitgenommen habe auf die Reise. Das hat mich also auf die ganze Reise begleitet, deswegen ist es auch ein bisschen zerknittert, hat ein bisschen gelitten. Und da hast du mal eine Ecke abgebissen im Schlaf. Das ist einfach leider ein bisschen. Ist das sowas, was dir so eine Reserve wieder gegeben hat? Ich meine, 80 Tage zerren ja auch irgendwann und verschiedene Länder, Stress etc. nicht richtig schlafen können. Okay. Ja, also ich wollte es unbedingt schaffen. Also jeder denkt so, 80 Tage auf Weltreise und jeden Tag woanders und so viele Länder, das ist ja super toll, der hat ja so ein Glück. Ja, habe ich, aber andererseits muss man auch sagen, war das eine extrem anstrengende Geschichte und das war wirklich Arbeit, das war richtige Arbeit, die ich da gemacht habe. Und es war tatsächlich auch so, dass ich nach 40 Tagen saß ich bei meinen Gastgebern am Tisch, die haben Essen gemacht und dann ich war noch klar im Kopf, aber ich konnte mich nicht mehr artikulieren. Ich war so müde, dass ich kam nichts mehr raus. Die haben mich ganz erschrocken angeguckt, haben gesagt, leg dich hin. Ich habe mich aufs Sofa gelegt. Nach einer Sekunde war ich weg. Wirklich, ich habe mich hingelegt, zack, war ich weg. Und ich habe 14 Stunden am Stück durchgeschlafen. Und habe damit den ganzen Tagesablauf für Tokio habe ich verpasst, so dass ich erst abends dann bei meinem nächsten Gastgeber war. Was war für dich anstrengender, das Körperliche oder das Psychische? Das Körperliche. Ich halte mich für psychisch sehr, sehr stabil. Altes Waffeleisen. Ja, also es war wirklich das Körperliche. Ja, also dieses Schleppen jeden Tag woanders hin, jeden Tag auch immer das Gleiche erzählen und Zeitunterschiede kommen noch dazu. Immer verschiedenes Essen. Das zehrt ja auch am Körper. Schlägt das nicht auf die Gesundheit? Wir hatten letztens den Reisenden da, der meinte, ja, dass der Körper sich dann darauf einstellt, was man alles für Einflüsse hat. Ja, also komischerweise eigentlich, ich habe dann in Südafrika habe ich am Straßenmarkt mit den Fingern bei einer sehr obskuren Fressbude was gegessen mit meinem Gastgeber. Und da habe ich auch im Video gesagt, Montezumas Rache, also Diarrhea lässt grüßen. Ich habe eigentlich damit gerechnet, dass ich jetzt zum ersten Mal richtig schönen Durchfall bekomme. Aber toi, 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 die ganzen 80 Tage nicht eine einzige Melasse. Ich bin nicht krank geworden, kein Fieber, keine Kopfschmerzen, kein Magen und Darm. Also insofern. Wow, Hut ab. Dabei hast du sehr merkwürdige Dinge gegessen. Das sehen wir anhand der Fotos aus China und Hongkong noch, die da betitelt sind mit Maden. Ja, richtig. Oh Gott. Wer es nicht erkennen kann, das sind Maden. Ja, wir können ja auch gleich schon die anderen beiden Bilder hinterherziehen. Genau, ich habe nämlich 10 Maden, 10 lebende Maden habe ich gegessen, weil das eine Wette war. Ja, ich gucke da noch angewidert, aber als ich dann wirklich gekaut habe, die schmecken richtig gut. Irgendwie so ein bisschen
erdnusshaftmäßig, glaube ich, wenn ich mich da noch recht entsinne. Gibt es einen Dip dazu? Nee, also ehrlich gesagt, das war eine Halloween-Party, genau, das war nämlich zu Halloween und wir waren da in Club 101 oder so hieß das Ding und die haben sau viel Kohle genommen für einen Eintritt und ich hatte natürlich ein Budget und wollte nicht so viel ausgeben. Was heißt sau viel Kohle in Zahlen? Ich weiß nicht, irgendwas mit 100 Dollar. Und da habe ich gesagt, also nee, oder aus Spaß habe ich dann gesagt, wenn ich hier von den Maden welche esse, kriege ich dann freien Eintritt. Und dann sagte der Typ in der Kasse, wenn du 10 davon isst, dann kriegst du 50% Discount. Und da habe ich gesagt, okay, das ist ein Wort. Und ich hatte auch schon ein paar Leute, die haben dann gesagt, ja, mach. Und dann konnte ich nicht mehr raus, den Kopf aus der Schlinge ziehen, ging nicht mehr. Und dann habe ich es tatsächlich gemacht, ja. Was ist Hotpot für ein Foto? Hotpot. Ist das nicht auch was zu essen? Ja, genau. Da waren wir Hotpot essen in einem Restaurant. Das habe ich aber, also man kriegt dann verschiedene heiße Sachen, die man sich dann zusammen nehmen kann. Und witzig war bei dieser Geschichte der mit der Zigarette in der Mitte, mit dem weißen Hemd, das ist Eric. Also er heißt in Wirklichkeit anders, aber er nennt sich Eric und seine Frau nennt sich Jane. Ja. Die haben komplett anderen Namen, aber haben extra für sich auch Visitenkarten mit diesem europäisch klingenden Namen genommen. Und dieser Typ, der hat mich, ich habe im Hausflur auf meinen Gastgeber gewartet und der hat mich dort aufgesammelt, weil der nebenan sein Büro hatte und sagte so, warum sitzt du denn hier? Komm doch mit in unser Büro. Mhm. Und der konnte kaum Englisch. Und dann haben wir uns irgendwie verständigt. Ich saß mit ihm in seinem Büro, da waren dann 10 Mitarbeiter und da sagt er, also, sag mal, spielst du gerne Billard und hast du nicht Lust? Ich lade dich ein, lass uns doch mal essen gehen und Billard spielen. Ja. Und das Witzige war, wir saßen in diesem Restaurant und dann rotzte der links und rechts auf den Boden von dem Restaurant. Ich habe dann gedacht, boah, also überall, ich wäre im Boden versunken normalerweise. Aber dann habe ich geguckt und habe gemerkt, dass er nicht der Einzige in dem Restaurant ist, der, aber der hat die Gelben im wahrsten Sinne des Wortes aus den Zehennägeln rausgesogen und dann da erstmal hingeplatscht. Ne? Also Wahnsinn, was man da das erlebt hat, ja. Also ich sehe, die Sendezeit galoppiert uns nur so davon bei all deinen Geschichten. Und du hast ganz, ganz tolle Videos auch mitgebracht, hier unter anderem aus Neuseeland. Deswegen kurz die Frage, gibt es irgendetwas, von dem du sagst, oh, das muss ich unbedingt noch erzählen zum Themenblock Asien, der zweite Kontinent? Da gibt es eine ganze Menge zu erzählen, aber das würde wirklich die Zeit sprengen. Wir können eigentlich schon weiter. Okay, das Jump Jump ist in Neuseeland, ja? Ja, richtig. Jump, ist, ich hatte von der offiziellen neuseeländischen Tourismusbehörde, habe ich eine Nachricht bekommen während meiner Reise und die haben mich gefragt, sag mal, hast du eigentlich schon Couchen für Neuseeland? Und dann habe ich gesagt, nee, habe ich noch nicht. Ja, wir würden gerne für dich welche zur Verfügung stellen. Das heißt, ich habe dann abwechselnd die 3 Tage, wo ich dann in Neuseeland war, bei verschiedenen Mitarbeitern von dieser Tourismusbehörde auf der Couch übernachtet, an den herrlichsten Ständen, muss man sagen. Und die haben für mich ein richtiges Programm, so ein Touri-Programm zusammengestellt. Da unter anderem war da auch diese Geschichte mit dem Bungee-Sprung. Ich kann das ja gerne mal nebenher laufen lassen. Ist, glaube ich, ohne Ton. Konnten wir ein bisschen später einsteigen, ne? Ja, genau, das hat er, glaube ich, auch, genau, da, das ist, wow. Da sieht man jetzt auch, da stehe ich schon und dann der Typ sagt dann, okay, los geht's, 1, 2, 3 und dann lässt er mich los und das sieht auch alles sehr, sehr langsam aus. Oh, einmal Foto raus. Ja, es sieht sehr langsam aus, aber in der Tat ist das, also ich hänge da erst und dann wird das Foto von einem gemacht und dann lassen sie einen im nahezu, ja eigentlich freien Fall runter und dadurch, dass die Kamera mitfährt, Achtung, jetzt geht's los, dadurch, dass die Kamera mitfährt, denkt man, oh, das ist aber langsam. Aber tatsächlich, im Hintergrund sieht man dann auch die Gebäude, ist das wie ein freier Fall und 10 Meter vor dem Ende bremsen die einen ab. Oh mein Gott. Und dann kommt man, zack, kann man sogar zum Stehen kommen dort. Was war das für ein Gefühl, als du dort oben standest? Also ich habe mir in die Hosen gemacht, ehrlich gesagt. Also ich hab wirklich gezittert, ich hatte schweißnasse Hände gehabt und der Typ, der
war auch nicht irgendwie beruhigend oder so. Der hat dann irgendwie so auch ins Ohr geflüstert, so, sag mal, bist du sicher, dass du das machen willst? Ja, oh, so, wie gemein. Und als ich dann unten ankam, also dieses Adrenalin, was in einen geschossen ist, ich kam unten an und meine Füße haben total gezittert. Also die haben richtig doll gezittert. Aber danach sagt man immer wieder, nochmal. Mhm. Ja. Was war der andere große Adrenalin-Moment auf deiner Reise? Gab es sowas nochmal? Kann ich so ad hoc jetzt nicht sagen, weiß ich nicht. Dann schauen wir uns doch direkt nochmal ein Foto an. Maori, Neuseeland. Ja, nee, das ist... Das ist was anderes, was ist das? Das ist Thailand gewesen, genau, da ist der Maori da... Schon sehr begabt, Daniel. Ja, aber er hat einen größeren Lappen. Und, sehr genial, das Foto. Und ich seh nicht wirklich beängstigend aus. Also das ist dann auch einer gewesen, der diesen Hakka-Tanz aufgeführt hat. Da habe ich auch einen Beitrag mitgebracht. Also ich habe mit den Mitarbeitern von der Tourismusbehörde, die haben gesagt, in ein paar Tagen geht unser Geschäftsführer, ich glaube, der hat einen anderen Job angenommen oder was, und wir verabschieden ihn mit einem traditionellen Hakka-Tanz. Also ich weiß nicht, ob man das kennt, diesen Hakka-Tanz, den sieht man häufig beim Rugby-Spielen, die Spieler, die dann in martialischer Position dann ihren Tanz aufführen und das hat alles eine... Ups, Entschuldigung. Das hat alles, ja, da sieht man es jetzt auch, das hat alles so eine... Haben wir da Musik zu? Ganz kurz, Daniel. Ja, es müsste gehen. Fängt die Musik erst gleich an? Kurze Frage an die Technik, hören nur wir hier keinen Ton? Dankeschön. Also... Ja, also das ist dieser Hakka-Tanz, den und die haben dann gesagt, also der diesen in der Mitte mit dem weißen Hemd, der hat gesagt, du, ich bring dir mal ein bisschen was davon bei, und der hat mir einen Crashkurs gegeben, 10 Minuten, und dann hat er gesagt, komm, dann lass uns das mal zusammen machen, und wir haben das tatsächlich da in diesem Büro gemacht von der Tourismusbehörde, und die anderen haben zugeguckt und haben ja telefoniert mit Kunden, und im Hintergrund war dann dieses Gezeter, und es war unheimlich schöne. In deutschen Büros denkbar? Nein, also bei uns im Büro darf man ja auch mal sagen, ich arbeite ja als PR-Manager für eine Osnabrücker Agentur, die Etagen. Der neue Job jetzt. Der neue Job, genau, die Etagen, und da ist es so, dass wir regelmäßig singen für die Leute, die Geburtstag haben oder irgendwie auch unser Unternehmen verlassen nach einer Zeit, die kriegen dann einen Farewell-Song von uns, und da sind wir auch sehr engagiert, also es ist denkbar in Büros, aber das muss schon... Weil du in der Kreativbranche tätig bist. Genau. Und einen netten Chef hast. Ja, genau. Wo befinden wir uns jetzt? Neuseeland haben wir hier, was ist hier noch? Skyjump haben wir schon, Tsunami haben wir schon. Gibt es noch irgendwas von Neuseeland? Ja, ich habe super Steaks dort gegessen. Es war eine total schöne Landschaft mit vielen Schafen, und da hatte ich ein richtiges Touri-Programm. Das ist ja jetzt was jeder so kennt, Neuseeland, diese ganzen schönen Bilder. Gibt es denn noch was dich überrascht hat bei Neuseeland? Was ich jetzt nicht erwarten würde von diesen Bildern her? Nein. Neuseeland ist genau so, wie man sich das vorstellt. Hinfahren, super. Ja, also Daumen auf jeden hoch. Fall eine Reise wert, ja. Dann fliegen wir jetzt weiter auf die Cookinseln. Können wir kurz nochmal die Reiseroute dazu einblenden, damit wir überhaupt sehen, wo sind wir bisher so lang und wo landen wir jetzt? Bei Cookinseln, ad hoc, Julia, wo? Das ist interessant zu wissen, nämlich die Cookinseln befinden sich eigentlich direkt am anderen Ende der Welt von Deutschland aus gesehen. Wo sind die also, jetzt? Das ist ganz, ganz rechts, wo Rarotonga steht. Ja, also wo das Flugzeug, rechteste Flugzeug quasi. Genau, richtig. Und man muss sich ja das Ganze als Kugel vorstellen. Mhm. Und dann ist es tatsächlich am anderen Ende der Welt von Deutschland aus gesehen. Und da haben wir jetzt auch, das ist nämlich Aitutaki. Ich sehe gerade, ich habe doch ein Foto mitgebracht aus der Luft. Das können wir auch gleich mal reinschneiden oder einblenden. Das ist nämlich diese schönste Insel der Welt.
Und Daniel. Ja, es ist Julia, wollen wir auswandern? Auf jeden Fall, ich bin dabei. Und die eigentliche Insel sieht man da ganz hinten und das sind halt diese Riffe im das ist sind toll. Die Menschen dort so glücklich, wie man sich vorstellt, dass jemand glücklich sein müsste, wenn er dort lebt? Bis vor ein paar Wochen müssten sie es gewesen sein, weil ich habe nämlich zufälligerweise, vor ein oder zwei Wochen habe ich die Meldung gelesen, dass auf der Insel Aitutaki, wo irgendwie nur 800 Menschen wohnen oder so, das erste Mal in der Geschichte dieser Insel die Bank ausgeraubt worden ist. Oh, und das ist nicht so eine Bank, wie man es sich hier vorstellt, das ist irgendwie, glaube ich, so eine Poststation oder was mit Kiosk nebendran und das habe ich jetzt gerade noch gelesen. Ja, die Frage ist natürlich, wie funktioniert Kriminalität auf so einer Insel, wenn es nur 800 Leute gibt? Ja, ich habe keine Ahnung. Vor allen Dingen ist es witzig, es kommen immer, glaube ich, nur maximal 36 Leute pro Tag auf die Insel und 36 wieder weg, weil immer nur ein Flugzeug hinfliegt und ein Flugzeug wieder zurückfliegt. Das heißt, derjenige, der die Bank ausgeraubt hat oder geleert hat, der muss ja damit rechnen, dass er, wenn er wieder zurückfliegt, dass das irgendwie auffällt am Flughafen. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Das ist aber interessant zu verfolgen. Ja. Julia, haben wir da noch Rückmeldungen im Chat? Der Michael erzählt nur, dass er in Frankreich etc. war. Ansonsten, ach, da ist gerade was reingekommen, Entschuldigung. Ja. Und zwar Christian sagt, ja, so ist es eben. Er zieht es durch und ja, einen großen Hut ab natürlich, ne, für dein ganzes Projekt und ja. Ja, okay, danke schön. Also Lob von allen Seiten. Genau. Cookinseln haben wir auch das Thema Arbeit raro. Was mag das denn Wir können ja am besten, damit wir ein bisschen schneller werden, die Bilder mit einblenden. Dann, wir sehen das ja hier auf dem Bildschirm und dann reden wir nebenher. Also das ist noch Aitutaki und dann, ja genau, da sitze ich auf Rarotonga tatsächlich und trinke das mit Abstand schlechteste Bier der Welt. Matutu hieß das, glaube ich, oder Matuba. Das war wirklich grottenschlecht, ganz schlimme Plörre. Nie wieder. Und habe ich auch. Ich habe es auch im Blog hab davon abgeraten. Das Witzige ist, als das Foto entstanden ist, kein Scherz, ich sitze dort und plötzlich, ich sehe schon die ganze Zeit, guckt ein älteres Ehepaar vom anderen Tisch zu mir rüber. Und dann kam. Die Frau kam zu mir rüber und sagte, sagen Sie mal, sind Sie nicht dieser Couchhopper? Der berühmte Couchhopper? Ich meine, ich hatte auf der ganzen Reise noch keiner irgendwie drauf angesprochen, außer die Gastgeber, die das ja wussten. Und ausgerechnet am anderen Ende der Welt, auf Rarotonga, steht eine Frau aus Bremen, die den Artikel von mir gelesen hat, der in der dpa gelaufen ist, über meine Reise im Vorfeld. Im Weserkurier ist das, glaube ich, und sie sagte, ja, wir haben das gelesen, wir haben noch am Frühstück darüber gesprochen und so weiter und jetzt haben wir sie gesehen und das Foto, da dachten wir, das müssen sie doch sein und ich fand es einfach nur toll, diese Begegnung, ja. Und ja, das nächste Foto ist eigentlich auch nur so ein kleines Spaßfoto. Das zurück, genau. Das Foto ist, wenn man genau hinguckt, da steht No Sunday Flights. Das ist auf Aitutaki. Also Aitutaki hat am Sonntag keine Flüge. Und die haben das tatsächlich auf Deutsch übersetzt. Und ich weiß bis heute nicht, warum ausgerechnet in Deutsch. Aber da steht auch nicht irgendwie am Sonntag keine Flüge, sondern da steht einfach nur, bitte fliegt nicht am Sonntag. Also... Deswegen habe ich das nochmal mit erwähnt. Mhm. Nächste Station, Bahamas. Genau. Ist das auf den Bahamas? Ja, richtig. Ja. Und da ist nämlich auch der Olli, der mich da so innig umarmt. Das ist ein Pilot bei der Frachtlinie, Lufthansa-Frachtlinie. Du sagst, dass ein Mensch taucht nochmal auf im Laufe der Geschichte. Das ist Olli und der Alex. Und Olli, der jetzt hier gerade auf dem Sofa mit mir sitzt, auf den Bahamas, ist der Dritte im Bunde für das Projekt, was ich nachher ganz kurz anschneiden werde, was wir sehr in sehr naher Zukunft dann auch... Also du planst schon die nächste Aktion wieder. Ja, richtig. Und bei dem Olli muss man dazu sagen, das war auch ein absoluter Zufall. Wir wollten uns schon in Hongkong treffen, weil der halt viel unterwegs ist als Pilot. Und er hat dann gesagt, du, ich bin in Florida mit zwei Freunden aus Bielefeld oder aus der Ecke von Bielefeld und ich komme mit einer Sportmaschine, kommen wir rüber zu den Bahamas und dann lass uns doch in Nassau treffen. Ich habe aber an dem Abend tatsächlich einen Korb bekommen von Leuten, die mich eigentlich hosten wollten. Mhm. Und die haben mir dann einen Korb gegeben und dann hatte ich keinen. Und dann wusste ich treffe mich mit ihm und seinen Freunden und er hat dann gesagt, du, ey, wenn wir uns schon jetzt gerade sehen,
kann ich auch bei euch im Hotelzimmer gleich auf dem Boden schlafen, weil ich habe, mein Host ist flöten gegangen. Und das hat er dann tatsächlich gemacht. Und ja, das. Auf wie vielen Fußböden hast du übernachtet von 80 Nächten? Zwei haben wir jetzt schon mal mindestens. Ja, es waren drei oder vier. Mhm. Waren's, ja. Und dann haben wir noch die Mama D. Mama D ist die, wenn das jetzt auch eingeht, genau, sie. Die ist, auch wenn man sie nicht ansieht, schon über 90 Jahre alt, und über ihr hängt ein, das sieht man nicht auf dem Foto leider, ist eine Widmung zu ihrem 90. Geburtstag, und zwar vom Polizeichef auf den Bahamas. Mhm. Und man muss dazu wissen, dass Mama D auf den Bahamas eine illegale Alkoholverkaufs-, also die verkauft illegal Alkohol da. Und die, das darf ich ja jetzt ruhig sagen, aber die besten Kunden sind die Polizisten auf der Insel. Und das war so skurril für mich, wo ich dann gedacht habe, so, hey, hallo, hier läuft da irgendwas verkehrt. Aber noch offensichtlicher geht's nicht mit der Korruption. Ja. Fliegen wir weiter nach Amerika? Können wir direkt weiter nach Amerika, genau. Da gibt es auch eine Matz, und zwar New York Dinner. Ach, da sind wir erst einfach. Nun bleiben wir beim Foto kurz. Was genau, waren das für Menschen mit dir im Bild? Ganz, auch ganz, ganz tolle Aktion. Ich komme dort an, die hatten eine WG mit 5 Leuten, und die haben mir dann gesagt, du, morgen Vormittag, da wir machen jede Woche an einem Tag, am Samstag oder Sonntag, machen wir etwas, was sich einer aus der WG einfallen lässt. Mhm. Und da hat dann eine aus der WG hat gesagt, okay, dann lass uns mal Sandwiches für die Tafel da, für die armen Leute schmieren. Mhm. Also haben die irgendwie 60 oder 120, ich muss nochmal nachgucken, ich habe es aufgeschrieben, Sandwiches mit Erdnussbutter, Marmelade und Wurst haben die geschmiert. Also ich habe mitgeschmiert, und dann haben wir die abgepackt und haben die dann rübergebracht zu dieser Sammelstelle als Spende. Und das wurde dann verteilt an die armen Menschen, die dann mit Care-Paketen ausgestattet worden sind. War eine ganz tolle Aktion, habe ich sehr gerne mitgemacht, und fand ich einfach schön, dass einfach auch in der WG gesagt wird, komm, damit wir einmal in der Woche was gemeinsam unternehmen, einer sucht sich das aus und alle machen mit. Toll. Ja. Das Video, was wir haben mit dem Titel New York Dinner. Warum heißt das so? New York Dinner heißt deswegen so, das ist in Manhattan gewesen, Lisa Cooper, die hatte mich gefragt, ich bin auch über Umwege zu dieser Couch gekommen. Ich habe mich nicht bei ihr direkt beworben, sondern über einen bekannten Regisseur in L.A., Drehbuchautor in L.A. Woher kennst LA? Du bekannte Regisseure Nein, aus L.A.? In L.A. Den kenne ich zum Beispiel auch nur durch Zufall, weil ich jemanden anders im Flugzeug kennengelernt habe, und der gesagt hat, hey, ich habe in L.A. einen Freund, der ist Drehbuchautor. Der hat unter anderem so Kinderserien wie Chuggington und so weiter, diese Comic-Log geschrieben. Jedenfalls hat er mich wiederum zu ihr vermittelt. Ich kam dort an, und sie sagte, ja, es ist sehr verquert alles. Und sie sagte dann zu mir, ich habe heute Abend ein paar Leute eingeladen zum Abendessen. Ich hoffe, das stört dich nicht. Und ich, nee, super, finde ich gut. Und vielleicht gucken wir uns einfach mal das Video an, und dann erkläre ich im Nachhinein, wen wir dort eigentlich alles gesehen haben. Mhm. Also, hallo Freunde, ich befinde mich hier gerade in Manhattan, in New York, und bekomme eine herrliche Maissuppe präsentiert. Schmeckt hervorragend. Ich möchte euch meine neuen Freunde aus New York vorstellen. Namentlich werden sie, okay, die werden euch die Namen sagen. You're going to tell everybody your names before you start to talk, okay? Because okay, I can't remember. No problem. Okay, so I just want to give a shout out to Germany and all cultures around the world. And these are my new friends in New York, in Manhattan. We're sitting around, sitting here and having a very, very nice soup. So I just go ahead now. Okay. So, Piotr Sikora. Yeah. Brooklyn. Brooklyn. Rebecca, hello. You don't want to say more? Yeah, you do. Hi, Germany. Yeah. Hello. How are you, Berlin? I have food in my mouth and probably greens in my teeth, but hello, Germany. Hello, Hamburg. Hello.
Auf Wiedersehen. By the way, that's my host for tonight. Hi. It's my purple couch that he's sleeping on, and it's purple, by the way. Purple. Okay. Is with the monsters. Jason Fogg, what's up to Klaus Tarkhaus in Munich? Stanley Bastian from New York. What's up, Germany? Whoop, whoop! Alright, you have got a song for us. Stefania Bia. And ich weiß nicht, was soll das bedeuten. Und the song. No. And the cat song? And the cat Musulunga song. No. Nah, come on, guys. But I don't know the word at the end. Okay, but once more from the beginning on. Die Katze muss so lange spazieren gehen. You see. Hello, Hermans. Hello, Hermans. Ah, Hermans. You said Hermans. Okay, so far from New York, we see us. So viel von New York. Wir sehen uns. Bis bald. Ciao. Ja, also. Fröhliche Runde. Sehr fröhliche Runde. Also ganz kurz noch zu diesem Video. Erstmal die Lisa, wo ich gesagt habe, das war meine Gastgeberin, habe ich auch erst im Laufe des Abends erfahren, ist eine sehr, sehr bekannte Modedesignerin, die hat Kleider entworfen für, ich muss jetzt lügen, weil ich es wirklich nicht mehr auf der Reihe habe, aber für so Größen wie Beyoncé und nicht Paris Hilton, aber ja, halt solche Namen sind dort gefallen. Und die hatte auch die ganze Wohnung voll mit irgendwelchen exklusiven Kleidungsstücken. Die Rebecca, das war die ehemalige Tourmanagerin von den Spice Girls, die dort saß. Und der Piotr, das war ein Starfotograf aus New York. Also ich saß dort praktisch mit diesen Promis und wusste es gar nicht, was aber ganz ganz lustig war, weil man sehr unbefangen sehr geht. Relaxed, wie ja, gesehen hat. Ja, war super, wirklich. Und zu der Gastgeberin Lisa Cooper muss man sagen, sie hat einen Bruder, der in New York gelebt hat, aber seit einigen Jahren, und zwar ziemlich genau seit dem 11. September, lebt er in Washington, weil er war einer derjenigen, der mit in den Twin Towers war und das überlebt hat und seitdem Trauma hatte. Aber sie hatte mir ihm weiterempfohlen und der hatte mich dann in Washington gehostet. Es war eine sehr touching Story, also sehr, sehr rührende Geschichte, die er mir erzählt hatte, die ich dann auch in meinem geplanten Buch, weil das ja noch längst nicht fertig ist, dann nochmal näher betrachten werde. Ganz kurz zum Buch. Du wolltest es eigentlich im Ausland weiterschreiben. Ja, ja, richtig. Also wir kommen ja gleich auch, wir sind ja fast am Ende der Reise in Brasilien und da hat sich ja etwas ergeben, wo ich dann gesagt habe, okay, ich gehe jetzt erstmal für mehrere oder längere Zeit nach Brasilien, wo ich ja auch gewesen bin für 8 Monate im letzten Jahr in Rio. Da bin ich nicht dazu gekommen aus verschiedenen Gründen, weil ich mich um meine Arbeit kümmern musste und. Und dann bin ich wieder zurück nach Deutschland gekommen und wollte dann nach Thailand für 6 Wochen, um dann im Norden des Landes in einem ruhigen Flecken 6 Wochen lang an dem Buch du zu schreiben. Du warst auch da? Ich war auch da, ja. Mhm. Genau, also ich war da und dann gleich am ersten Tag habe ich einen sehr, sehr schweren Unfall gehabt. Deswegen, falls jemand sagt, ich sitze hier so unentspannt, das liegt daran, dass ich 4 gebrochene Rückenwirbel habe und ich hatte Schädelbrüche und es war ein sehr, sehr schwerer Unfall, muss man sagen. Und ich konnte das natürlich eintüten und musste dann erstmal 3 Wochen schwer verletzt in Thailand bleiben. Ich durfte nicht fliegen wegen der Schädelbrüche und lange Geschichte, lange Rede, kurzer Sinn. Ja, ich muss das Buch fertig schreiben. Und da ich jetzt wahrscheinlich Mitte November operiert werde und dann 6 bis 8 Wochen flach liegen werde, werde ich genug Zeit haben, um das Projektbuch abzuschließen, hoffentlich. Bevor wir zu deiner letzten und irgendwie ja auch wichtigsten, relevantesten Reisestation jetzt mit dir zusammen fliegen, können wir deswegen unseren Zuschauern schon mal sagen, wo sie dich denn weiter verfolgen können, wo sie erfahren werden, wann das Buch rauskommt, etc., etc. Man findet dich auf Facebook? Ja, man findet mich auf Facebook unter facebook.com/Hopkins1977. Das ist mein privates Profil. Man kann auch einfach Hopkins1977 sich merken. Genau, Hopkins 1977 merkt man sich einfach. Ich habe jetzt auch mittlerweile angefangen, Listen zu erstellen für Leute, die ich nicht kenne. Ich habe zwar 900
Freunde bei Facebook, aber das liegt halt auch an der Weltreise unter anderem, weil ich ganz viele Leute kennengelernt habe. Aber mittlerweile habe ich schon so 20 bis 30 Leute bei mir im Profil, also in meinem Netzwerk, die ich nicht kenne, aber die, zu denen ich irgendeinen Bezug hat, okay, habe. Okay, also befinde ich auf Facebook, auf Twitter auch? Twitter bin ich unter Online-Bürger zu finden. Ja. Unter dem Namen Online-Bürger. Und dann vielleicht können wir mal kurz seine Seite beim Stern aufrufen. Denn dort postest du... Das ist witzig. Wo habt ihr das denn her? Das ist mein alter Blog. Wir wollten auf diesen Stern-Blog, der auch in der Dispo steht. Ja. Kriegen wir nicht hin. Kriege ich gerade einen Kopfschüttel. Ist witzig, weil das Logo, was man oben sieht, ja, ne, den Header, den hat auch ein Freund von mir sozusagen gespendet. Konstantin Leuschner, der hatte das gemacht. Sieht auch super aus. Kompliment an den Konstantin an der Stelle. Okay, also wir finden dich auf www.stern.de/, und jetzt denken wir mal ganz logisch mit, /blogs. Und dann findet man das schon in der Auflistung. /extreme-couch-hopper. Genau. Oder einfach auf die Seite vom Stern da nach Blogs gucken und da Extreme Couch Hopper kann man sich merken. Der Mann mit dem Sofa sitzt hier auf dem Sofa. Nach dem Sofa-Blog gucken auf dem Stern und dort können wir alles weitere von dir mitverfolgen. Ja. Right? Ja. So. Und jetzt fliegen wir weiter rüber nach Brasilien. Haben wir Fotos dort? Was haben wir da? Was haben wir da? Ja. Daniela Flugzeug. Ja. Wer ist denn Daniela? Da greifen wir schon mal vor. Das ist nämlich ein absolut hammergeiler Zufall gewesen. Und zwar sitze ich ja, das ist eigentlich schon mein letzter Flug von Rio nach Lissabon. Ja. Und ich sitze dann in der Business Class, dank der Star Alliance. Und neben mir sitzt diese Daniela. Mhm. Und sie sitzt dort und wir kommen kurz ins Gespräch und erzähle ihr, was ich so mache. Und sie sagt, und ich habe meinen Laptop ja immer dabei gehabt. Mhm. Und sie fragt, hast du ein paar Fotos gemacht? Und ich so, ja klar, kann ich dir mal zeigen. Klapp den Laptop auf. Und er hat dann den ersten Ordner, glaube ich, B, Brasilien gleich, hab das geöffnet und das erste Foto war halt meine erste Gastgeberin. Und ich zeig das Foto und ich so, ja, und das ist, und sie so, Rosanna. Ich so, bitte, was? Sie so, ja, Rosanna. Ich so, ey, du kennst die? Und sie so, ja, wir sind Kolleginnen, sitzen in einem Büro. Nein. Und ich so, bitte. Und ich dachte nur so, jetzt, weil ich auch schon auf der Reise ganz viele Zufälle erlebt habe, habe ich gesagt, Hammer, Hammer, Hammer. Hoffentlich stürzt das Flugzeug jetzt nicht ab, weil sonst kann ich den Leuten gar nicht diese Geschichte erzählen. Es ist wirklich kein Scherz. Ich hatte zu dieser Daniela vorher absolut gar nicht Kontakt. Und diese Rosanna hat ihr auch nicht erzählt, dass sie einen Couchsurfer bei sich hatte. Und sie sagte, als ich dann gelandet bin in Lissabon, ich habe sofort bei Rosanna eine Nachricht hintergelassen und habe gesagt, du glaubst nicht, was passiert ist. Ich habe deine Kollegin im Flugzeug getroffen. Sie saß neben mir und also dieser Zufall, da verliert man auch langsam ein bisschen den Glauben an sich selber. Ja. Viele Zufälle auf der Reise. Ja. Und dann, Was ist in Brasilien so Besonderes passiert, dass du direkt im Jahr darauf nochmal für 8 Monate dahin gegangen bist? Ja, da haben wir auch da gleich das nächste Foto. Ich habe da Rita kennengelernt. Oder zwei grinsende Menschen zusammen auf einem Foto. Genau. Daniel. Genau, im Pool. Das ist Rita, also Rita, Rita auf Portugiesisch. Die habe ich dort kennengelernt und wir haben einen Tag und eine Nacht miteinander verbracht, haben viel unternommen. Und dann, als ich wieder zurück war in Deutschland, haben wir eigentlich jeden Tag geskypt und sind uns immer näher gekommen innerhalb weniger Tage und Wochen. Und ich habe dann gesagt, okay, komm, also wir haben schon gemerkt, wir haben uns verknallt, wir haben uns verliebt. Und dann habe ich gesagt, okay, ich komme mal rüber wieder und dann schauen wir mal, wie das so klappt. Und es hat so gut funktioniert, dass ich mich entschieden habe, dann dauerhaft nach Brasilien zu reisen. Dann natürlich, ich bin dann nach 8 Monaten, weil es einfach finanziell nicht machbar war, ich hatte meinen Sohn hier, ich habe natürlich eine Verantwortung gegenüber meinem Sohn und kann da auch meine Ex-Frau verstehen, dass sie mir da auf die Finger geklopft hat, dass ich dann zu lange Abschnitte von zu Hause weg war und nur via Skype mit dem Sohn Kontakt haben, es geht nicht. Und mein Gedanke war, 1 Monat Brasilien, 1 Monat Osnabrück, und das hat nicht funktioniert, deswegen habe ich gesagt, ich gehe ganz nach Deutschland zurück, und dann haben wir das abgebrochen. Und dann, Rita ist dann auch sehr, sehr schwer erkrankt, ist leider sehr schwer an Krebs erkrankt, aber sie ist jetzt durch und wird hoffentlich bald wieder komplett genesen sein. Das ist eine unglaubliche Geschichte, eben in
in 150 Sekunden erzählt. Ja, ja, ja. Ich will, die Zeit rennt. Wir sind ja gleich fertig. Du hast gesagt, ihr habt euch eigentlich nur ganz kurz gesehen. Also eigentlich ist es so das Gegenüber, die Chemie. Ja. Dann habt ihr nur geskypt und irgendwie so, ja, eigentlich alles Äußere weggelassen. Meinst du denn, das ist eigentlich wichtiger so, dass das Innere, bist du so der Typ innere Werte oder sagst du, nee, eigentlich hat das doch auch irgendwie nicht funktioniert, weil die Chemie, also dieses Miteinandersein wichtig ist? Nein, es hat ja absolut gut funktioniert und ich bin ja auch deswegen nach Brasilien gegangen, weil ich ja auch das Bedürfnis hatte, in ihrer Nähe zu sein. Ja, weil du dir ein Bild davon gemacht hast, weil ihr so viel gechattet habt, wie sie ist, weil du konntest ja nicht viel über sie wissen, außer wir haben kurz uns unterhalten und eine lustige Zeit gehabt, als du da warst. Ja, ja. Aber richtig kennengelernt hast du sie erst über den Chat. Richtig, und ich meine, sie hatte auch ihre Macken, genauso wie ich meine Macken habe, aber insgesamt muss man sagen, war das eine ganz tolle Zeit, die Was ich auch nicht missen habe. Was hat Daniel Hopkins für Macken? Daniel Hopkins hat Macken, dass er absolut viel zu viel sich in neue Projekte reinsteigert, viel zu viele Ideen. Mit mir kann man schlecht diskutieren, weil ich immer den anderen von meinem Standpunkt überzeugen will, und zwar ohne Verluste, ohne Rücksicht auf Verluste. Ich glaube, bloß nicht anfangen jetzt im Chat, dass meine Bekannten da jetzt anfangen und meine Macken aufzählen. Aber also, um dich zu retten, also das Schönste an der ganzen Reise war quasi dann, würdest du sagen, dass du Rita kennengelernt hast? An der Reise war Rita und überhaupt diese Erfahrung und einfach nur, dass ich einen Traum erfüllt habe, nämlich der erste Mensch gewesen zu sein für ein bestimmtes Projekt. Also das kann mir keiner mehr nehmen. Also ich bin... Wenn das jemand nachmachen möchte, gerne. Und wenn er es übertrumpfen möchte, dann soll er es 100 Tage machen. Ja. Von mir aus gerne. Aber ich konnte es umsetzen. Und darauf bin ich auch stolz. Du hast gesagt, als Macke von dir, dass du ständig neue Projekte im Kopf hast, finde ich jetzt keine Macke. Finde ich super. Frage mich, was ist das für ein neues Projekt, was jetzt ansteht? Ja, das neue Projekt ist nicht nur eine Idee von mir. Die Idee haben wir zu dritt überlegt, und zwar der Alex Karl, der hier auch im Chat gerade zu sehen war, der Olli, der Pilot, den wir im Foto gesehen haben. Mhm. Wir haben zusammengesessen und dann hat ein Wort das andere gegeben und dann entwickelte sich diese Idee, dass wir sagen, komm, wir treiben es noch auf die Spitze und wir fahren in 80 Stunden um die Welt. 80 scheint deine Zahl zu sein. Ja, ja. Es passt einfach. Also was wir machen werden, ist, wir werden tatsächlich in 80 Stunden um die Welt, da werden viele Leute sagen, das geht doch gar nicht. Ja. Aber wir haben gesagt, doch, das geht. Und zwar werden wir nur in Deutschland um die Welt reisen. Und zwar 80 Stunden lang 30 verschiedene Menschen mit verschiedenen Nationalitäten anreisen und nach ihren Integrationserfahrungen befragen. Und das Ganze soll, wenn alles gut klappt, auch live gestreamt werden im Internet. Wir wurden auch schon gesponsert, darf man jetzt an dieser Stelle ruhig sagen, wir werden auch gesponsert von Mercedes, die uns ein Viano zur Verfügung... Du hältst dich immer gleich an die Großen. Ja, ja, das kommt aber mehr über die Kontakte von Alex, weil der in der Autoszene als sehr bekannter Blogger auch unterwegs ist und der konnte das dann organisieren. Und wir haben dann noch so eine Agentur oder unsere Agentur, die sorgt halt ein bisschen für Pressearbeit. Die Etage, wo genau, arbeitest du in Osnabrück. Die Etagen, genau. Das mache ich dann natürlich, aber ist ja natürlich Da gibt es so eine Agentur, die sich um Presse kümmert, also ich mache das. und Telefon.de, die werden uns mit ein bisschen Datenvolumen und so weiter unterstützen. Das ist ein sehr ambitioniertes Projekt auch. Ja, und wir haben auch gesagt, wir suchen noch Sponsoren, also wer sich angesprochen fühlt und uns da unterstützen möchte. Die Reise machen wir so oder so, aber wir haben gesagt, wenn wir Sponsoren bekommen, die ihre Werbeflächen nutzen möchte, dann ist das eine Möglichkeit. Der Erlös geht zu mindestens 50%, wahrscheinlich weitaus mehr, in ein soziales Projekt, nämlich in das gemeinnützige Projekt Wir starten gleich. Das ist eine Osnabrücker Initiative, die sich dafür einsetzt, dass bedürftige Erstklässler einen vernünftigen Schulranzen bekommen und nicht mit der Jute-Tasche zum ersten Schultag kommen müssen, weil sich die Eltern das nicht leisten können. Als Sponsor dabei zu sein, lohnt sich also nicht nur
sozial etwas zeigen, Flagge zeigen, sondern ich bin mir sicher, so wie ich dich kenne, bringt das auch eine gute Presse mit sich und Mercedes hat das ja auch schon erkannt. Ja. Wie ist es denn mit den Interviewpartnern? Habt ihr schon alle oder können sich noch Leute bei dir melden? Wir haben viele schon, aber wir sind noch offen für Vorschläge. Also wenn jemand da draußen eine Idee hat, meinetwegen den Eskimo in München oder den Gott, jetzt fällt mir gar nichts ein. Ja, oder die anderen alle. Alle halt. Anderen. So, halt. Dann können die sich melden, nochmal, um es zu sagen. Entweder bei Facebook findet man dich unter Hopkins 1977, bist du geboren. Oder aber bei Twitter unter Online-Bürger, direkt unter bei mir. Online-Bürger. Man kann dir auch direkt eine Mail schicken. Wohin? Die Mailadresse will ich jetzt nicht so gerne rausgeben. Man kann ihm nicht direkt eine Mail schicken. Ja, dann habe ich nachher alles voll mit Spam und so. Obwohl das kann ich nicht, deswegen. Aber lieber. Preis, genau. Ja. Oder aber über deinen Projekte. Blog kann man sich auch bei dir melden. Sternblog, einfach stern.de eintippen, kennt jeder. Dort unter Blogs gehen und dort Extreme Couchhopper Daniel Hopkins berichtet über all seine Projekte, über den aktuellsten Stand. Ihr könnt also mit Daniel auf jede Art und Weise Kontakt aufnehmen, die wir jetzt genannt haben. Ja, bitte. Möchtest du noch zum Abschluss was sagen? Ja, ich sag ganz kurz was. Ich bedanke mich für die Einladung. Ich fand es wieder sehr schön, mal über meine Reise zu sprechen, was ich immer sehr gerne mache, aber in dieser Runde sowieso. Und ich finde, ihr habt es hier super gemütlich. Es ist ein tolles Studio und wünsche euch dann auch für die Zukunft immer wieder interessante Gesprächspartner. Ich hoffe, ich war interessant genug. Applaus an der Stelle. Wir sind hochzufrieden. Eins mit Sternchen und Krönchen. Dankeschön. Vielen Dank fürs Kommen. Wir hätten noch ewig so weitersprechen können. Ich meine, es gibt so viele Geschichten. Wir können sie nicht in 90 Minuten Sendezeit unterbringen, aber wir können sie nachlesen in deinem Buch. Sehen wir es einfach als Appetizer, was heute in der Sendung hier saß. Und ich sage tschüss und vielen Dank an alle Fragen und wir müssen nichtsdestotrotz jetzt noch kurz eigene Promo machen und Hinweise und News. Was erwartet uns nächste Woche in Kurz- und Schnelldurchlauf? Okay, nächste Woche haben wir, und zwar am Donnerstag, haben wir den Weekend Talk mit dem Society Girl Aksana De Marquina und Belkassem. Das sind die Besitzer von der Havanna Bar. Dann am Freitag haben wir den Künstler-Talk mit dem Autor Georg Vetter. Am Samstag den Musik-Talk mit Ramon, der singende Türsteher. Auch sehr interessant. Und Sonntag erwartet euch dann der Open-Talk zusammen mit Elke Wocke, der Besitzerin des Ladens Strandgut. Oh, ich glaube, die kenne ich. Die backt auch immer selber Kuchen und so. Die hat ihr Lädchen in Ehrenfeld. Da wohne ich nämlich ums Eck. Sehr nettes Lädchen. Weiterhin suchen wir dringend Verstärkung in allen Bereichen. Also wer irgendwie ambitioniert ist, hier ein Praktikum zu machen oder reinzuschauen oder ich weiß nicht, was es da alles für Deals gibt und für Positionen, der melde sich einfach unter welcher Mailadresse? Und zwar könnt ihr entweder euch uns adden auf Skype, ne, und uns einfach da anschreiben unter 21.tv oder ihr schreibt uns einfach auf Facebook eine Nachricht unter ein und als Vorname, 20 als Nachname oder einfach am besten eine E-Mail an live mit V geschrieben at 21.tv. Das hast du so schön gesagt. Ja. Also melden, wenn ihr hier mitmachen möchtet. Was mit Medien ist ja immer angesagt in Köln. Ne? Dann gibt es einen Smirnoff-Contest auf Facebook. Was weißt du darüber? Ja, der Smirnoff-Contest, wo die den besten Club von Deutschland suchen. Und ja, genau, das könnt ihr einfach liken auf Facebook, ganz einfach. Findet ihr auch auf unserer Website, auf unserer Facebook-Seite. Und ja, natürlich abstimmen, wenn ihr sagt, eure Stadt hat den besten Club. Genau, und damit die Party am 8. Oktober in Köln stattfindet, könnt ihr einfach voten. Wie gesagt, facebook.com/smirnoffdeutschland. Und ganz wichtig, man muss ja auch irgendwie give and take irgendwas dafür bekommen, dass man da jetzt irgendwo rum votet. Jeder, der votet, erhält zur Party freien Eintritt bis 0 Uhr sowie einen Wodka Red Bull. Perfekt. Das ist doch schon mal was. Haben wir sonst noch was? Ja, wir haben Werbeflächen zu verkaufen. Ja. Genau. Wer direkt hinter Menschen wie dem Sternblogger Daniel Hopkins und diesen ganzen spannenden Storys hier erscheinen möchte, vorher, mittendrin, nachher, wie auch immer, meldet euch. Wir haben Werbeplätze zu vergeben. In diesem Sinne, wow, ich habe den Kopf voller Bilder. Ich bin total froh, dass du hier bist. Vielleicht können Julia und ich dich noch irgendwie auf eine Apfelschorle überreden und noch ein bisschen weiter. Auf jeden Fall. Vielen Dank fürs Kommen, vielen Dank euch allen fürs Zuschauen.
Macht's gut, einen schönen Abend euch. Tschüss aus dem Studio von 21 TV. So, jetzt basteln wir uns kleine Sprache.